herzlich willkommen und bevor es hier richtig zur Sache geht, erstmal die organisatorischen Dinge. Hiermit eröffne ich die Versammlung. Das Zeigen jeglicher Parteifahnen und Zeichen während der Dauer der Versammlung ist nicht gestattet. Begründung dafür ist, wir möchten nicht, dass unser Protest des gesamten Mittelstandes für parteipolitische Zwecke genutzt oder missbraucht wird. Wir möchten, dass der Protest insgesamt als Protest der Menschen und des Mittelstandes wahrgenommen wird. Denn dieser richtet sich an unsere derzeitige Regierung. Vielen Dank. Ich hätte der Regierung erst noch die Karte gezeigt. Bisher haben sie sich zu wenig oder eigentlich kaum bewegt. Wir hoffen, dass mit dieser Veranstaltung heute und den vielen, vielen anderen überall in Deutschland, in Berlin, langsam aufgewacht wird. Wir sind ja nicht nur im Protest auf der Straße unterwegs, sondern unseren Protest haben wir jetzt ja auch schon schriftlich mit einer Resolution mit der Landschaftsverbindung Sachsen zusammen verfasst. Und für diejenigen, die diese Resolution noch nicht kennen, tragen wir sie gerne noch einmal vor. Tausende Traktoren auf den Straßen waren ein Anfang. Nun initiieren wir diese Resolution. Alle Bürger und alle Organisationen mit demokratischen Grundwerten sind eingeladen, diese Erklärung für die Zukunft des ländlichen Raumes zu unterstützen. Jawohl. Die geplanten Steuererhöhungen in der Landwirtschaft haben das Fass zum Überlaufen gebracht. Seit mehreren Jahrzehnten entwickeln die Regierungen die öffentliche Verwaltung durch ein Übermaß an Bürokratie zu einem unternehmerschädlichen, wenn nicht zur demokratiefeindlichen Monstrum. Die guten Jahre in der Wirtschaft haben dafür gesorgt, dass die meisten mittelständischen Unternehmen es versäumt haben, sich in der Breite politisch zu engagieren. Die Ergebnisse der letzten Wochen zeigen, dass hier eine Kehrtwende eingetreten ist. Während der Versammlung haben wir einen großen Zuspruch durch die Bevölkerung erfahren. Nun ist es an der Zeit, dass Politik und Verwaltung die Forderungen des Mittelstandes umsetzen. Die Bundespolitik muss sich zuerst um das eigene Land kümmern. Wenn die Wirtschaft rund läuft, werden automatisch Steuereinnahmen generiert, welche wir als qualifizierte Entwicklungshilfe in die Zukunft anderer Teile der Welt investieren können. Allerdings hat dies auch seine Grenzen. Bröckelt in Deutschland die Infrastruktur und versagt die Bildung, sind die Prioritäten falsch gesetzt. Jawohl! Allen Unterzeichnenden ist bewusst, dass der aktuellen Regierung durch eine Aneinanderreihung nationaler und internationaler Krisen das Handeln sehr erschwert wird. Doch gerade in diesen Zeiten heißt es anpacken und agieren. Wiederkehrende Lippenbekenntnisse und blinder Reaktionsaktionismus sind nicht zielführend. Und deshalb fordern wir die Ablehnung des Haushaltsentwurfs 2024 im Bundesrat, solange diese die unverhältnismäßigen Steuererhöhungen für den Mittelstand enthält. Jawohl! Deshalb fordern wir Einschränkungen des unternehmerischen Handelns nur auf wissenschaftlicher Grundlage. Deshalb fordern wir Besserstellung der Landwirtschaft in der Wertschöpfungskette. Deshalb fordern wir eine Einführung einer Umwelt- und Sozialabgabe auf importierte Produkte aller Art, die nicht nach deutschen Standards hergestellt wurden. Deshalb fordern wir Einführung einer verpflichtenden und detaillierten Herkunftskennzeichnung aller Lebensmittel. Deshalb fordern wir Schutz des Transportgewerbes vor unlauterem Wettbewerb, Rücknahme der Mauterhöhungen bzw. CO2-Abgabe.
deshalb fordern wir Einführung eines gefärbten Agrardiesels nach dem Vorbild von USA und Großbritannien und die Förderung alternativer Kraftstoffe. Deshalb fordern wir Sicherstellung einer regionalen, krisenfesten und bezahlbaren Energieversorgung. Deshalb fordern wir Sanierung der Kommunalfinanzen und Verwaltungsreformen in Land und Bund für sofortige Sparmaßnahmen, Bürokratieabbau durch Behördenkonsolidierung für mehr Bürgernähe. Deshalb fordern wir sofortige Überprüfung sämtlicher staatlicher Zahlungen ins Ausland. Deshalb fordern wir Erleichterung der Bauordnungen, feste Honorarsätze für Planungen öffentlicher Bauten und Änderung der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen zur Sicherstellung eines ehrlichen Wettbewerbs. Deshalb fordern wir Missbrauch des Sozialstaates unterbinden, Wertschöpfung für Arbeit fördern, praxisbezogene Bildungspolitik, regelmäßige Unterrichtstage in regionalen Betrieben im Lehrplan aufnehmen. Inzwischen haben schon fast 30 Bürgermeister hier bei uns im Vogtlandkreis unsere Resolution unterschrieben. Da darf ruhig geklatscht werden. Wir sind in anderen Landkreisen noch nicht so weit. Da ganz offiziell ein großes Dankeschön an die Bürgermeister, die hinter ihren Leuten stehen, demokratisch gewählt uns alle hier vertreten. Und für jeden von euch, der diese Sache auch mit seiner Unterschrift unterstützen möchte, liegen heute hier vorne am Auto Listen bereit, als Einzelpersonen und auch als Firmen und Verbände. Alles wird gesammelt, die ganze Woche über, und wird dann mit dem Herrn Kretschmer übergeben und nach Berlin geschickt, damit es auch dort ankommt, wo es hin muss. Die Resolution wurde vorgestellt. Wir als Landwirtschaft oder als Landwirtschaftsvertreter, wir sind am 8.1. aufgestanden, losgelaufen. Inzwischen ist das eine Geschichte, die betrifft den ganzen Mittelstand, betrifft uns alle, wie wir hier stehen. Aber anlässlich der Chronologie möchten wir heute hier von den Rednern ebenfalls wieder mit der Landwirtschaft anfangen und bitten an dieser Stelle Herrn Stumpf hier auf die Bühne. Komm erstmal hoch. Tja, liebe Berufskollegen, Handwerker, Mittelständler, Vorunternehmer, liebe Mitbürger, ich möchte euch recht herzlich begrüßen. Ich hoffe, ich habe keinen von Ihnen vergessen. Oh, jetzt fehlt mir noch ein, eigentlich hätte ich ja noch die anwesenden Volksvertreter begrüßen müssen. Ich hoffe, dass heute welche unter uns sind. Ja, ich möchte mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Gunter Stumpf. Ich bewirtschafte mit meiner Tochter einen ökologisch geführten Milchviehbetrieb vor den Türen von Plauen in Mesbach. Und ja, ich habe das Glück, dass meine Tochter, dass ich schon Nachfolge gefunden habe. Meine Tochter hat den Betrieb schon übernommen. Ich bin schon etwas in die zweite Reihe gerückt. Ich glaube aber trotzdem, dass ich heute deshalb trotzdem der Lache bin, hier oben über manche Sachen Auskunft zu geben. Ja, warum steht der Bauer früh um 4 Uhr auf, versorgt seine Tiere, fährt auf der Autobahn, stellt sich 10 Stunden in die Kälte bei 14 Grad minus, tut dann durchgefroren, wenn wir nach Hause kommen, macht seine Arbeit dann wieder, die beim Dach überliegen geblieben ist. Ja, warum tut er das? Eigentlich aus mehreren Beweggründen. Weil ich mir eigentlich Sorgen mache um die Zukunft der Landwirtschaft in mehreren Jahren, weil ich mir Sorgen um den ländlichen Raum mache, weil ich mich um meinen eigenen Betrieb sorge und ja, weil auch in meinem Betrieb, ich sage es ganz ehrlich, hängt auch meine Altersvorsorge, weil so viel Rente bekomme ich nicht als Landwirt,
Ich bin darauf angewiesen, dass meine nächste Generation den Betrieb weiterführt. Und ja, ich will mal an den 10 oder 50 Jahren von meinen Enkeln mal erzählen lassen, na, ihr habt's doch gesehen, wo es hingeht. Ihr habt nichts gemacht. Nee, das will ich mal nicht erzählen. Das ich will sagen, wir haben es gemacht. So. Und ja, wir sind dann den 8. rausgefahren mit ziemlich aller Belegschaft, die zu unserem Betrieb gehören, mit dem Traktor und dem Pickup. Eigentlich war uns gar nicht so richtig bewusst, was wir überhaupt tun. Wir fahren halt raus, wenn wir auch gerade diese gut, wir haben gesagt, wir machen mit. Aber als wir dann das zweite und das dritte Mal dabei waren, das ist mir eigentlich dann so richtig bewusst geworden, um was es eigentlich geht. Es geht nicht nur um den 8 Grad, es geht um viel, viel mehr. Und das ist eine Welle, die wir losgetreten haben und die ist auch nur zum Stoppen. Ich habe halt lange überlegt, über was ich erzähle, ob ich mir das aufschreibe. Ich habe mir keinen Zettel gemacht, weil ich eigentlich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Und deshalb habe ich gedacht, ich erzähle einfach mal über ein paar Dinge von unserem Betrieb, damit Leute einfach mal ein bisschen eine Ansicht haben, wie es so in der Landwirtschaft überhaupt lang geht. So, und da will ich eigentlich ganz vorne bei der Bürokratie anfangen. Es wird ja immer gesprochen, Bürokratieabbau. Ja, das ist so ein Ausspruch, das ist, was immer gesagt wird. Aber wie funktioniert das in so einem privat geführten Landwirtschaftsbetrieb, wie funktioniert das überhaupt, Bürokratie? Was hat das für Einfluss auf die ganze Zeit, auf den ganzen Ablauf des Tages? Ja, für uns ist klar, wir haben eine ordentliche Buchführung, das ist für uns eine ganz normale Bürokratie, wir haben ein ordentliches Rechnungswesen, das ist eine ganz normale Bürokratie. Wir haben auch, mir leuchtet auch ein, dass wir eine Zertifizierung brauchen, um unsere Waren, um den Verbraucher anständig Qualität zu liefern, die auch überprüft ist. Ist alles in Ordnung. Aber wenn wir dann eine Zertifizierung haben, also wir haben zum Beispiel, wir haben in Deutschland 5 oder 6 Bioverbände, da geht es ja schon los. So. Und für jeden Verband, wenn du in den Verband dich bewegen musst, musst du dich zertifizieren lassen. So. Und wenn ich dann eine Bio-Zertifizierung habe und brauche dann extra noch meine Zertifizierung für irgendeinen Handel, weil der, wie sie alle heißen, Lidl, Rewe oder sonst wer, weil die eben noch was drauflegen wollen und wir müssen uns dann noch einmal hinsetzen und dieselben Daten noch einmal ausfüllen, dann ordert das einfach aus und ist nur in keinem Verhältnis mehr. Und dann kommen die Zertifizierer auf Betrieb. Meine Tochter, die saß letztens von früh um 9 bis abends um 7 mit den Zertifizierer. So, da sitzen sie im Büro, da waren halt schon sämtliche Akten durchgewälzt. Was der Zukauf auch mit dem Verbrauch ist die Flasche Medikament, die ich vom Tierarzt verschrieben habe, für das Tier, ist das mit den 5-mal verspritzt oder ist da noch was übrig oder fehlen da noch 25 Milliliter? Und wegen dem, so eine Flasche fällt mal runter, damit sie nachweisen, wo das Medikament hin ist, damit sie ja keine Kuh irgendwo fremd behandeln. Das alles ist für uns Bürokratie. Oder wenn dann der Zertifizierer irgendwelches Saatgut sucht, was zu viel oder zu wenig ist, und man ihm erklären muss, dass man eine 6-Meter-Maschine im Fruchtland einfach 10% Übersaat hat, und einfach mehr Saatgut braucht, wie was in der Akte steht, dann ist es für uns einfach unbegreifliche Sachen, ja, das können wir nicht so richtig nachvollziehen. Aber was bedeutet das im Einzelnen? Das bedeutet, dass wir damit auch noch Zeit verschwenden, dass wir stundenlang in dem Büro verbringen, um das alles vorzubereiten, dass wir brauchen ja auch Zeit und wir nehmen uns die Zeit dann am Wochenende und nach dem Feierabend. Wenn andere schon lang ihren Feierabend genießen, dann sitzen wir im Büro und machen solche sinnlose Sachen. Dann möchte ich nochmal den Punkt Agrarförderung angehen. Wir haben dieses Jahr oder voriges Jahr sogenannte neue Förderperiode bekommen mit neuen Programmen. Ja, das ging schon im Herbst los, dass das Programm nicht funktioniert hat. Dann machen sie sich die Arbeit, dann tun sie einen
Bodenpaket schicken, dann fehlen ganze Feldstücke. Da hängt aber bei uns ein Haufen Geld dran. Oder sie suchen sich ein Agrarumweltprogramm raus, denken, das könnte für ihren Betrieb passen. Dann lest meine Tochter und ich, wir lesen uns dann die Durchführungsbestimmungen durch. Und schon beim Lesen der Durchführungsbestimmungen seien wir unterschiedlicher Meinung. Wahrscheinlich seien wir alle beide des Deutschen nicht mächtig. Schon im Durchlesen des Einführungstextes begreifen wir gar nicht, was wir überhaupt machen müssen und was nicht. Dann rufen wir im Amt an, die können jetzt aber auch keine eindeutige Aussage geben, was damit gemeint ist. Die schreiben dann eine Mail an der Landesverwaltung und wir warten auf die Aussagen dann oft mehrere Tage, wenn sie überhaupt eindeutig kommen. Bloß das muss man sich mal vorstellen, wir wollen eine Förderung beantragen. Wir steigen dann über 5 Jahre, wir verpflichten uns über 5 Jahre gewisse Maßnahmen zu machen. Wir wissen nicht einmal, was wir machen und wie wir es genau machen. Und nach dem 4. Jahr kommt einer und sagt, du, das ist schön, dass ihr es gemacht habt, habt zwar Geld gekriegt, aber das habt ihr falsch gemacht. Wir müssen eigentlich für die rückwirkenden 4 Jahre alles zurückfordern. So, dann kann man sich vorstellen, wie man als Betrieb dort steht. Dann hat man ein richtiges Problem. Ja, das war eigentlich der Punkt Nummer 2. Und nochmal zu der Bürokratie. Da habe ich jetzt doch ein Schriftstück mitgebracht. Und zwar, das ist ein Artikel von 2002. Da war der Oberbürgermeister und der Herr Armin Thäler als Amtsleiter war bei mir auf dem Betrieb. Da ging es um Bürokratie. Da hat die Freie Presse geschrieben, Gast im EU-Folterraum. Weil ich da genau dasselbe zu den Kollegen damals schon gesagt habe. Und wie lange ist das jetzt her? 20 Jahre, 22? Und es hat sich nichts geändert. Und jeder, der glaubt, dass den Versprechungen, die jetzt gemacht werden, also ihr könnt euch ja ungefähr vorstellen, wie da meine Meinung dazu ist, wenn ich das vor 22 Jahren ziehe und das, was ich jetzt ziehe. Also ich bin ja der Meinung, die Bürokratie ist eigentlich gar nicht zu reformieren, das muss komplett neu gestaltet werden, sonst wird ja nichts. Dann wollte ich noch mal ansprechen, weil es uns natürlich erst sehr bewegt, das ist die ganze Kostenstruktur. Und da ist ja, also wir bringen die Schere nicht mehr zu. Das heißt, zwischen Ausgaben und Erlösen schaffen wir das nicht mehr, damit wir unsere Betriebe im grünen Bereich behalten. So, und das geht zum Beispiel schon beim Agrardiesel los, also beim Diesel los. Wir brauchen im Betrieb ca. 35.000 Liter Diesel im Jahr. Ich habe jetzt mal nachgeguckt zu Hause. Wir haben 2020 haben wir in 95 Cent bis 1 Euro bezahlt vom Diesel. Also ich rede von Nettopreisen. Voriges Jahr lagen wir irgendwo bei 1,50 Euro. Und wo wir dieses Jahr liegen, wenn im Sommer die Urlaubsfahrten wieder losgehen und die Leute wieder tanken müssen, dann liegen wir vielleicht bei Netto 1,70, 1,80 und dann werden manche 2 Euro an der Tankstelle bezahlen müssen. Und bei uns macht das ungefähr, das macht bei uns fast 50% aus. Und dann, wenn wir den Agrardiesel noch gestrichen kriegen, kommen noch einmal 7.000 Euro drauf. Also das sei 20.000 Euro, das sei schon fast 25.000 Euro, was mehr oder weniger sei. Und man muss gar nichts machen, man hat einfach die Kosten. Ja, dann sind die ganzen Sachen Unterhaltung, Baumaßnahmen, Reparaturen von Traktoren, das geht ja alles dermaßen ins Geld, das ist einfach nicht mehr finanzierbar. Und momentan sind wir eben so weit, dass wir am Jahresende froh sein, wenn wir unsere Kosten gedeckt haben, aber das geht ja auf Dauer nicht, das weiß ja jeder. Dass man investieren muss und dass man auch mal in die Zukunft was machen muss. Und das ist auch noch ein Riesenproblem. Und das wirkt sich ja auch gerade im ländlichen Raum, wirkt sich ja auch auf die restliche Wirtschaft aus. Wenn ich jetzt keinen Handwerker mehr brauche, wenn ich keinen Elektriker mehr brauche, vorausgesetzt, ich kriege ich überhaupt noch an. Ich meine, da gibt es ja auch schon fast niemanden mehr. Dann ist ja der ganze Kreislauf geschlossen, weil ja einer auf den anderen angewiesen ist. Dann, was mir noch im Herzen liegt, sei die ganze Sache der Märkte.
Wir als Biobetrieb, hat sich ja vielleicht auch schon rumgesprochen, der Biomarkt ist stagnierend, ist ja auch logisch. Wenn die Leute immer mehr Geld aus den Taschen gezogen kriegen mit sonst welchen Sachen, geht die Kaufkraft zurück und dann schränken sie freilich vor teuren Nahrungsmittel zurück. Und die anderen Betriebe, ganz Westeuropa, wird von ukrainischem Getreide zugeschüttet. Da spricht auch keiner drüber. Die Kollegen haben ihre Lager voll, die haben noch Richtlinien produziert, nach europäischen Richtlinien, nach Standards und werden zugeschüttet mit ausländischem Getreide und können ihre Ware nicht absetzen oder können sie schon absetzen, aber zu Preisen, die ihre Kosten nicht decken. Tja, das sage ich immer wieder, das ist halt so. Das ist halt so der Tausch. Tausche teure Waffen gegen billiges Getreide. Und die einen, die machen halt, der steigt halt in der Börse um 50% der Börsenwert bei der einen Firma. Und die Händler, die freuen sich halt, wenn sie günstiges Getreide verramschen können. Aber die Landwirte, die hier produzieren an Ort und Stelle, ja, die scheißen halt auf Durchsucht aufs Brett. So ist es halt. Ne? Ja, dann ist für mich eigentlich doch der ganze Umfeld des ländlichen Raums, was nicht nur der Landwirtschaft, sondern was eigentlich auch, was mich auch stört und was mich auch betrieb, was, so, das geht, was mir auch nahe geht. Wenn der Bäcker im Nachbardorf zuspart, wenn der Schmied oder der kleine Metallbauer, der immer deine Sachen geschweißt hat, wo du unkompliziert, ohne Zeichnung hingehen kannst, der dir geholfen hat, wenn der auf einmal weg ist, wenn du einfach niemand mehr findest, der dir dann weiterhilft. Gut, das hat mehrere Ursachen. Die Leute waren ja älter, geben ihre Betriebe auf. Aber warum machen sie denn das? Warum finden sie denn keinen Nachfolger? Weil die Jugend sucht, und das sagt ja sogar jeder, der so einen Betrieb hat zu seiner Jugend. Du bist bloß nicht so blöd und mach dich selbstständig. Da ist doch was faul in dem Staat, wenn nicht die belohnt werden, die selber ihr Geschick in der Hand nehmen. Ja, und gerade im ländlichen Raum sieht man ja, dass alles zusammenhängt. Und das ist ja auch eine Spirale nach unten. Wenn es weniger Jugend gibt, gibt es weniger Einkommen. Wenn es weniger Einkommen gibt, gibt's wieder, werden weniger Möglichkeiten investiert, wo sich die Leute verdienen können oder wo sie auch mal was unternehmen können. Und somit wird der ländliche Raum immer unattraktiver. Bis die Spirale halt, ja, ich weiß nicht, wo es endet, aber mir macht es einfach riesige Sorgen. Und dann habe ich noch ein Problem, was auch keiner so sieht. Und das ist das Problem der Landwirtschaft, dass eigentlich die Betriebe nicht mehr in der Lage sind, ihre Produktionsmittel, ich spreche speziell vom Grund und Boden, dass die kleineren, mittelständischen Betriebe sich nicht mehr leisten können, den Boden zu erwerben, weil einfach irgendwelche Großinvestoren hier kommen und weil sie wahrscheinlich zu viel Geld haben und kaufen uns zu Preisen den Boden ab, was wir nie erwirtschaften können. So. Und da appelliere ich auch an die Politik und auch an die Gesellschaft. Wir müssen jetzt einfach entscheiden, was wir wollen. Wollen wir in Zukunft eine Landwirtschaft, die Eigentümer geprägt, genossenschaftsgeprägt, von kleineren GmbHs oder AGs, je nachdem wie sie auch heißen, hier im Ort, in der Gegend ansässig sind? Oder wollen wir eine großkapitalgeführte Landwirtschaft, wo dann im Jahr zweimal Dienstleistungsunternehmen kommen, die übers Land fahren, wie es in Amerika oder in Australien ist, und die, wo man dann niemand sieht und niemand kennt, aber dann kann man sich verabschieden von gesunden Lebensmitteln und allen dem, was wir hier so erzählt kriegen. Dann noch ein Wort an die Politik. Ich hoffe, da seid jemand da ist.
gestern war in meinem Abreißkalender, stand da drauf, Mittelstand ist, wenn ein Unternehmen pleite macht und kein Politiker vorbeikommt. Ich habe gedacht, das passt wie Faust aufs Auge auf heute. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Sei die Politiker Berlin, sei sie arrogant, sei sie dumm, sei sie unwissend oder machen sie es aus Vorsatz. Ich weiß es nicht. Wie kann ich eine Schicht, die ihre Finanzierungen jeden Monat zurückzahlt, die jedes Jahr Steuern zahlt, die noch nie den Staat gebraucht hat, wenn Schwierigkeiten hat, Leute, die sich immer selber geholfen haben, wieso kann ich denen, verstehe es gar nicht, wieso kann ich denen so die Existenz absprechen? Das ist doch wie, wenn ich meine 10 besten Kühe im Stall schlachten tue, weil ich den Milch nicht brauche oder was? Das geht nicht in meinen Kopf. Ja, und wenn ich einmal bei der Politik bin, möchte ich eigentlich noch ein bisschen was ans Herz legen. Ich meine, man hört ja jetzt schon die Weisen wieder piepen draußen und wir müssen ja irgendwann auch wieder auf den Acker. Irgendwann werden ja die Traktoren nicht mehr präsent sein. Und wenn aber einfach die Politik denkt, die kann den Mantel des Schweigens drüber hauen und kann denken, dass das verschwindet, das ist, wenn man so einen Schwelbrand mal kurz zudeckt, das ist ganz gefährlich, wenn da wieder Sauerstoff rankommt. Da kann dann ganz fix wieder hochkommen. Und ich appelliere auch noch einmal an alle die heute hier sind. Also sowohl Vertreter von den Parteien, die jetzt zurzeit an der Regierung sind und die noch einigermaßen klar denken. Und von der Opposition erwarte ich das ja sowieso. Nehmen Sie jetzt gleich Ihre Telefon in eine Hand, rufen Sie Ihre nächsten Vertreter an, auf Landesebene, auf Bundesebene, die Sie kennen, und machen Sie Dampf in Berlin, wo es geht, damit das einfach zu Ende geht, also dass da Änderungen kommen. Und ich denke, sie sollte sich auch nicht so sehr viel Zeit nehmen dabei, weil vielleicht ist nach der Wahl der eine oder andere gar nicht mehr mächtig, das zu machen, um anzurufen, weil er gar nicht mehr im Amt ist. Das kann ja durchaus möglich sein. Und noch was habe ich, was ich mir so gedacht habe. Ich denke immer, wenn ich zu Hause im Traktor habe und in meinem Motor höre ich ein Geräusch, und es rumort in meinem Motor und ich schaffe den Traktor nicht in der Werkstatt und denk, ich fahre weiter mit dem Gerät. Und eines Tages dann gibt es mal einen Schuss und man steht dort und kommt nicht weiter. Und genau das sollen Sie, Sie sollen auch ans Volk hören und sollen gucken, ob es nicht rumort. Und nicht, dass es dann erst wirklich einen großen Schuss gibt und keiner weiß mehr, wie es weitergeht. So, das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Noch eins ganz kurz, was ich mir wünsche. Es ist vielleicht auch ein Traum und eine Illusion, ich weiß es nicht. Wenn ich 15, 20 Jahre noch mal auf meinen Liegestuhl sitze, in meiner Terrasse hineinguckt, hätte ich gern, dass meine Enkel auf dem Traktor sitzen und nicht irgendwo in der Welt auf irgendeinem Panzer für irgendein System ihr Leben oder ihre Gesundheit wissen. Danke. Dank an dich, Gunter, für deine Worte. Ich denke, du hast hier allen aus der Seele gesprochen und ich glaube, es hat auch jetzt der Letzte verstanden, wie emotional das eigentlich für uns alle ist, wie sehr uns das betrifft, nicht nur oberflächlich mit irgendeinem Unternehmen, sondern uns ganz direkt als Person, als Familie.
Und das schließe ich niemanden aus, ob das das Landwirtschaft ist oder auch der Handwerker, der nicht weiß, wer seinen Betrieb weiterführen soll für sein Lebenswerk, was er erschaffen hat. So viel in den Sand gesetzt wird für eine Regierung, der das absolut am Arsch vorbeizugehen scheint, wie es uns hier unten geht. Bei uns in Deutschland sind ja nicht nur die Landwirte auf den Straßen, auch die Handwerker, aber außerhalb von uns in Deutschland gibt es ja auch überall Probleme, von denen wir hier ja merkwürdigerweise oft nichts zu hören bekommen in unseren öffentlichen Medien. Keine Ahnung warum, vielleicht ist da einfach gerade kein Reporter, kann ja sein. Wir erklären uns hier solidarisch, nicht nur mit unseren französischen Freunden, sondern auch mit denen, die in den Niederlanden schon zwangsenteignet worden sind, mit denen, die in Polen zu kämpfen haben oder auch in Tschechien. Auch in der Schweiz läuft nicht alles rund und in Österreich erst recht nicht. Das sollte man vielleicht nicht ganz vergessen. Wir sind nicht allein. Heute auf unserer Bühne haben wir auch jemanden, der die Gastronomie vertritt. Die musste ja auch einige Rückschläge in den letzten Jahren ertragen. Und da bitte ich den Steffen Hiemer zu mir auf die Bühne. Oh. Alles klar. Ich korrigiere es mal, ich bin der Bernd Hiemer. Also ganz kurz zu mir. Mein Name ist Bernd Hiemer. Ich habe seit 30 Jahren einen Großhandel für Gastronomie in Reichenbach und bin heute der Ersatzmann hier. Es wäre eigentlich ein Gastronom da gewesen, der keine Zeit hatte oder da kam was dazwischen. Ich habe mich gern bereit erklärt, das heute hier zu tun und zu euch zu sprechen, obwohl ich nicht so oft vor so vielen Menschen spreche. Offen gestanden noch gar nicht. Warum kann ich zu der Sache noch etwas mehr sagen? Ich habe seit einigen Jahren einen großen Betrieb, einen gastronomischen Betrieb in Zwickau. Ich stehe dort zwar nicht als Kellner und ich muss auch nicht kochen, aber ich trage die Verantwortung dafür und sehe natürlich auch die Kosten der ganzen Sache. Und wenn ich ehrlich bin, der Vorredner, da sieht man, wie branchenübergreifend das Ganze ist, hat mir eigentlich allen Wind aus den Segeln genommen. Alles, was der Mann gesagt hat, könnte ich auf die Gastronomie übertragen. Auf diese Branche wird seit Jahren Druck ausgeübt. Das heißt also ein massiver Kostendruck. Und letztendlich haben wir das jetzt ausufernd in der Mehrwertsteuer, die wir von 7 auf 19% erhöhen. Das ist eine Steigerung. Neben allen Kosten, die wir ja auch haben, da müssen wir für Schnitzel einfach mal 15% mehr aufschlagen. Und ich frage mich eigentlich, wann der Punkt gekommen ist, wann der Letzte sagt, nee, Schnitzel für 25 Euro esse ich nicht mehr in der Gastronomie. Denn dort sind wir fast. Ich möchte noch mal ganz kurz ausholen, wie lange die Geschichte eigentlich schon schwelt. So vor der Corona-Zeit sind ja auch schon gewisse Gesetze von dieser Regierung gemacht worden oder von diesen Regierungen, die die Branche durchaus unter Druck gesetzt hat. Ich erwähne da nur mal das Rauchergesetz, über das man sich natürlich auch streiten kann, aber es hat Schwierigkeiten bereitet den Gastronomen. Aber in der Zeit zwischen 2017 und 2019 hatte sich die Branche ganz gut erholt und die intakten Betriebe haben sich durchgesetzt und haben den Markt ganz gut beackert. Mit Corona hat man natürlich viele Betriebe, ich sage jetzt einfach mal, schlachtreif geschossen. Das heißt also, hier sind auch zwar Zahlungen geleistet worden, aber viele meiner Kunden haben die immer zurückgezahlt und sind leer ausgegangen. Die haben das ganze Spiel mitgemacht aufgrund des Streites auf der Bevölkerung, aber die sind letzten Endes leer ausgegangen und deshalb haben in den letzten 2-3 Jahren auch viele Betriebe praktisch ihre Pforten geschlossen und die werden auch nie wieder aufmachen. Das Problem prinzipiell ist halt einfach, dass die Bediengastronomie aus meiner Sicht so unter Beschuss genommen wird. Denn wenn man zum Fleischer geht oder ich sag mal in Kebab-Döner, dort zahlt man eben 7% Umsatzsteuer, währenddessen wir in der angestammten Gastronomie, die wir Deutsche eigentlich erleben, einfach mal weggehen, mal chillen, bedient werden, schön essen gehen, Spaß haben, dort werden eben 19% verlangt. Und die Diskrepanz zwischen diesen Preisen ist halt dann wirklich groß, ne? Zwischen der Abholung und dessen, was in der Gastronomie geboten wird. Was ich mir wünsche, mein Vorredner hat sehr lange gesprochen und richtig gut, also Gunter, ne? Ich kenne dich nicht, aber
sau stark. Deshalb werde ich jetzt ein bisschen die Zeit einkürzen, euch nicht ewig belasten mit meinen Worten. Was ich aber noch loswerden will, ist, und das einigen uns ja alle hier, es geht eben, und das haben alle schon betont, nicht nur um die Bauern, nicht nur um die Gastronomen, es geht auch ums Handwerk, es geht um den Mittelstand, der hier in diesem Land konsequent ausgedünnt wird und unter Druck gesetzt wird. Und ich hoffe einfach, dass die Veranstaltungen dazu dienen, dass sich vernetzt wird, dass gesprochen wird und gehandelt wird und dass wir wieder Ordnung in unserem Land schaffen. Ich bin stolz, dass so viele Leute hier sind und die Hände heben. Alles Gute euch und uns. Vielen Dank, Herr Riemer. Ich möchte den nächsten Gastredner ankündigen. Das ist der Oberbürgermeister der Stadt Grimma, Herr Matthias Berger. Er ist in seiner Funktion eine sehr erfahrene Person. Er ist Oberbürgermeister seit dem Jahr 2002, hat dementsprechend, viele können sich erinnern, 2 Jahrhunderte Hochwasser mitgemacht. Also der Mann, der kann Katastrophe. Ja, liebe Blaunerin, liebe Blauner, erstmal Dankeschön an meine Vorredner. Ich habe wirklich gestaunt, wie ihr so emotional aus dem Herz heraus gesprochen habt. Das ist oft wichtig, das ist authentisch. Jetzt ist gerade das Unwort gefallen, Politiker. Ich bin wahrscheinlich der Einzige heute hier. Bitte, bevor ihr eure selbst erzeugten Tomaten anpackt und meine Richtung schmeißt, tut's nicht. Ich hab's nicht verdient, denn ich bin auch ein Stück weit einer von euch. Deswegen bin ich heute hier. Primär natürlich als... Primär sicher als Privatperson. Ich darf nicht sagen, dass ich hier offiziell bin. Ich bin nicht als Bürgermeister hier. Ich bin privat hier. Für die Rechtsaufsicht nochmal zum Mitschreiben. Aber ich bin deshalb einer von euch, weil die wenigsten werden das wissen. Ich bin eigentlich von Haus aus nämlich gelernter Forstwirt. Ich habe also noch Bäume gefällt, habe sogar in meiner Lehre damals noch mit dem ZT Traktorfahren gelernt, mit dem Russen. Habe jetzt noch einen Rasentraktor und 3 Kettensägen. Irgendwie bin ich immer noch dabei. Ich traue mir das gar nicht zu sagen, ich bin sogar Jäger und Jagdhundeführer und Jagdhundbläser. Das darf man alles nicht mehr sagen. Aber ich bin's. Aber ich kürze es ein bisschen ein. Zuallererst bin ich natürlich hier, weil mich die Dinge in diesem Land umtreiben. Und da habe ich natürlich beruflich bedingt, ich mache das jetzt seit 23 Jahren, eine ganz besondere Perspektive. Ich habe mich auch gefreut, dass in eurem Förderungskatalog die Kommunen ausdrücklich als, sage ich mal, schon Basis unseres Miteinanders mit aufgenommen worden sind. Denn wir leiden genauso wie ihr unter dieser ganzen Bürokratie. Aber wenn wir heute im Blauen sind, will ich mal an eins anknüpfen. Leipzig und Plauen waren ja die beiden Orte, die bei der Wende damals eine besondere Rolle gespielt haben. Und da will ich mal eine Parallele ziehen, aber gleichzeitig auch vielleicht wieder ein paar Illusionen zu stören, weil wir leben ja jetzt in einer Zeit, einer sehr aufgehetzten oder hetzten Zeit, wo alle sagen, ja, alle, die auf die Straße gehen, Wende und 89 und so weiter. Ich habe das letztens an der Autobahn in Grimma auch erlebt, wie die Leute sich mit uns solidarisieren. Selbst die Polizei, Daumen hoch, alle, die vorbeifuhren, Daumen hoch, macht weiter so. Aber wir sollten eins bedenken, und das ist auch wichtig, das auch den Medienvertretern zu sagen. Wir wollen Reformen, wir wollen Veränderungen, wir wollen das System, die Demokratie nicht in Frage stellen, sondern wir wollen endlich ein zukunftsfähiges Land. Das ist der Unterschied. Und alle, die jetzt ständig kommen und sagen, wir sind gegen rechts. Natürlich ist das die einfachste Art und Weise, die Debatte abzuwürgen. Weil jeden, der hier Veränderungen will, gleich unterstellt wird, du bist rechts, mit dir brauche ich nicht zu reden. So funktioniert es eben nicht. Das schließt nicht aus. Es gibt hier auf beiden Seiten, auf linker und rechter Seite, da gibt es jede Menge Spinner, das ist gar keine Frage. Aber die breite Masse, die, denke ich mal, die 99% dazwischen, die wollen einfach bloß Veränderung und das ist legitim. Und da habt ihr einen guten Anfang gemacht, da möchte ich euch ausdrücklich dafür danken.
Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das ist so eine Lieblingszahl von mir. Auch in diesem Jahr werden 300 Millionen Euro in Deutschland ausgegeben für sogenannte Demokratieförderprogramme. Man, ihr lacht. Ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Aber es geht genau darum, einfach das eigene Klientel dazu zu gewinnen, zu bezahlen, damit sie das immer schön finden, wie es ist. Und es ist eben nicht schön, sondern es muss reformiert werden. Und ich glaube, ihr habt doch gezeigt, wie man ganz billig Demokratie eigentlich machen kann. Ihr macht Basisdemokratie. Genau genommen müsst ihr die Bundes- und der Landesregierung, die müssten sich freuen, die müssten die Augen drehen, wenn die sehen, wie ihr Demokratie auf der Straße macht. Die müssten euch viel mehr unterstützen. Eine zweite Zahl, das ist so meine aktuelle Lieblingszahl. Ich habe das natürlich verfolgt mit euren Bauernprotesten. Und da war in einer großen deutschen Tageszeitung zu lesen, der durchschnittliche Bauer verdient in Deutschland 80.000 Euro. Eine Zahl, da schwillt einem der Kamm. Weil erstens, solche Durchschnittszahlen, die taugen nichts. Wie sieht denn der Durchschnittsbauernhof aus? Ihr kennt das alle. Ich brauche bloß aus dem Fenster zu schauen. Bei mir gegenüber, ich wohne selber auf dem Dorf. Krimmer hat übrigens 65 Ortsteile. Wir haben 218 Quadratkilometer. Ich kenne die Bauern. Wenn ich aus dem Fenster schaue, einer ist hier, hallo, ja. Wenn ich aus dem... Der dort ist es, der. Und ich erzähle euch mal eine Geschichte, die habe ich vor einem halben Jahr erlebt. Also da bin ich mit meinem Jagdhund, in Deutsch Langhaar. Oh. Entschuldigung. Das war jetzt wieder übers Ziel hinausgeschossen. Bin ich über die Muldenwiesen gelaufen und plötzlich fuhr so ein Holländer, der fuhr geradeaus, war plötzlich verschwunden, stand in so einem Busch. Habe ich eine Weile gewartet, ich kannte den Bauern, der kam einfach nicht raus, ich bin dann hin. Der Mann ist 83 Jahre, hat zwei Schlaganfälle hinter sich. Der ist mit seinem Russen gefahren, der kam aus dem Auto nicht mehr raus. Ich habe den dann mehr oder weniger ins Auto geschoben. Seine Frau hat ihn dann abgeholt. Und der Bauernhof, den er mit seinem Sohn bewirtschaftet, genau genommen sieht er so aus. Der Sohn, 55, ist der Landwirt. Sein Vater mit 83 und zwei Schlaganfällen, der kann kaum noch den Lenker drehen, wenn das keine hydraulische Unterstützung hat, geht das gar nicht mehr. Der hilft mit. Die Mutter, die ist 60% Schwerbeschädigte, die ist 81. Seine Frau ist Kindergärtnerin, die arbeitet abends auch noch mit. Die haben 70 Kühe, die sie zum 1. April aufgeben müssen, weil die EU Vorschriften gemacht hat, bräuchten sie 1,5 Millionen, um den Stall fit zu machen. Und der liest dann in der Zeitung, dass er 80.000 Euro verdient. Es ist ein Skandal. Genau genommen, das haben die alle unterschätzt. Zwei Dinge hat die Politik unterschätzt. Erstens habt ihr jetzt alle Winterruhe, mehr oder weniger. Und zweitens, bei den Landwirten, ja, Bauer sein ist Lebensgefühl. Das ist das Gegenteil von... Bauer sein, und das ist das Problem, das ist genau das Gegenteil von Work-Life-Balance. Und das haben die alle nicht verstanden. Eine Sache, die mich auch wahnsinnig gemacht hat, letztens als eure großen Proteste in Berlin waren, stellt sich ein Finanzminister Lindner hin und bietet euch, es ist ein Skandal, an, räumt euch nicht auf, alles nicht so schlimm, als Kompensation, als Ausgleich machen wir Bürokratieabbau. Ja. Er hat es vor uns gesagt, vor 20 Jahren bereits gab es das Thema Bürokratie. Der mittlerweile verstorbene Bundespräsident Herzog, der hat 2000 gesagt, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Das ist 23 Jahre her. Es ist nichts passiert. Und eins noch zum Abschluss, was ich bei der Leipziger Volkszeitung gelesen hat vor wenigen Tagen, das sogenannte Sachsen-Monitoring. 90% der Sachsen und Sächsinnen. Ich muss das wieder gut machen mit dem Deutsch Langhaar. Und Sächsinnen haben 90% haben gesagt, sie haben kein Vertrauen mehr in das Wirken der etablierten Parteien. Fast 50% dass sie das Gefühl haben, dass die Parteien sie betrügen. Und an die Medienvertreter, um eine wohlwollende Presse hier vorzubereiten, 82% haben, glaube ich, gesagt, dass sie den Medien nicht mehr vertrauen.
Und da kann es ein einfaches weiter so nicht geben. Ich persönlich, er hat es vor uns gesagt, ich habe jetzt keinen Traum hier, sondern ich habe einfach bloß eine Hoffnung. Ich habe das, wie gesagt, 23 Jahre gemacht. Ich möchte irgendwann mal wieder in einem Land leben, in dem Kindergärten gebaut werden, Schulen aufgemacht werden, Gleise nicht zurückgebaut werden, Krankenhäuser gebaut werden. Wir haben in Krimmer gerade das Problem, da wird das Krankenhaus vielleicht zugemacht. Die Stadt mit 30.000 Einwohnern. Früher hatten wir Schwestern in allen Ortsteilen. Und in so einem Land möchte ich leben. Und da habt ihr den Anfang gesetzt. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Berger, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier im Vogtland zu begrüßen. Es war uns eine Freude. Ja, gerne wieder. Kurz zu den Ausgaben und zu den Krediten, die Deutschland an andere Länder verteilt. Nur mal so eine Frage in den Raum gestellt, aber ich glaube nicht, dass irgendein Staat dieser Welt seine Schulden schon jemals zurückbezahlt hat. Als nächstes bitte ich den lieben Ralf Klier auf unsere Bühne. Er kommt aus dem oberen Vogtland, hat auch eine Firma mit mehreren Mitarbeitern und erzählt euch mal, wie es im Handwerk so aussieht. Also eins vorweg, ich bin nicht der beste Redner, das gebe ich ehrlich zu. Also ich stehe heute hier für meine Kinder, für meine Frau, für meine Angestellten, für meine Firmen. Ich bin Inhaber von zwei Firmen, einmal Metallbaufirma und einer Malerfirma. Ich habe insgesamt 20 Angestellte und ich bin zweifacher Familienvater. Ich möchte weiterhin versuchen, faire Löhne für meine Angestellten zu bezahlen, das für mich immer schwerer wird. Die Arbeitsbedingungen werden immer schwieriger, wir kriegen immer mehr, wie der Kollege schon gesagt hat, immer mehr in die Füße gestellt, Steine in die Füße gelegt und können letztendlich auch ein bisschen zu hinnehmen, wir können machen, was wir wollen. Wir hatten dasselbe zu haben, wir haben vor drei Wochen eine Zertifizierung im Haus gehabt, Beginn 9 Uhr, Ende 19 Uhr. Wir müssen Papier zum Papier zum Papier, die Qualität letztendlich, was bei uns in unseren Firmen rausgeht, interessiert gar nicht. Hauptsache des Papiers da. Auch an uns geht momentan die Wirtschaftslage nicht spurlos vorbei. Wir kriegen spürbar mit bei der Malerfirma zum Beispiel, dass wir immer weniger Anfragen haben, immer weniger größere Baustellen haben. Und das ist für uns auch nicht ganz einfach und ich glaube, das wissen auch andere Handwerker wie Trockenbauer oder ähnliches. Also die meisten haben viel wirklich noch ein halbes Jahr zu tun und stehen dann vor gar nichts, haben keine Aufträge mehr oder ähnliches. Auch an uns geht die Versicherungen, Heizkosten, Stromkosten, die sind auch immens hoch geworden. Bestes Beispiel ist bei uns der Strom, wir haben einen hohen Stromverbrauch. Wir haben früher 19 Cent für die KW bezahlt, jetzt bezahlen wir 29 Cent. Macht ungefähr 30% mehr. Das können wir auch unsere Kunden gar nicht mehr umlegen. Das ist gar nicht mehr möglich. Das nächste Problem ist die Verdopplung vom Stahlpreis, von Verzinkungskosten und ähnliches. Wir haben seit Beginn von Corona haben wir früher fürs Kilo Stahl im Schnitt 60 Cent bezahlt. Wir haben während Corona fast 2 Euro bezahlt. Wir bezahlen jetzt über 1 Euro. Die Verzinkerei hat sich verdoppelt. Die Bürokratie, die wird immer schlimmer. Wir kennen wirtschaftlich haben immer weniger Spielraum. Aber bei uns passiert oder wird das irgendwann passieren, dass die letzten Gewinne gar weg sind. Ich bin Einzelunternehmer. Ich muss von meinen Firmen ja irgendwie leben. Die Kaufkraft lässt natürlich nach. Da brauchen wir auch nicht zu diskutieren bei den ganzen Angestellten. Das wisst ihr alle selber. Und es wird für uns ja das Problem werden, wenn wir unsere Angestellten anfangen müssen zu entlassen. Weil wir keine Arbeit haben oder ähnliches, ist zum Schluss das Problem, dass wir eben auch keine Zukunft mehr für unsere Kinder teilweise selber haben. Wir wissen da nicht mehr, wo es hingeht, wie es weitergeht.
Ich selber fordere eigentlich, dass die Bundesregierung mit uns redet mal, mit uns allen mal redet und nicht einfach nur stur ihren Plan verfolgt, das einfach nicht mehr funktioniert. Also wir können das nicht mehr mitmachen, wenn es so weitergeht. Letztendlich seien wir dann auch gezwungen, unsere Firmen aufzulösen oder im Prinzip so weit runterzufahren, dass wir nicht anders, also dass wir halt nur noch alleine davor leben können. Wenn überhaupt. Muss noch. Was ich mir sehr wünsche, ist, dass die Handwerker weiterhin hinter den Bauern steht und auch die Bauern weiterhin hinter die Handwerker. Speditionen, Gastronomen, alle und nur gemeinsam können wir das schaffen, dass irgendjemand uns vielleicht irgendwann mal zuhört. Wie gesagt, tut mir leid, ich weiß jetzt gar gerade nicht mehr sagen. Ja. Also ich bedanke mich für alle, die wirklich hier sei, die auch da sei, die auch mitmachen, die auch wirklich Rückgrat zeigen im wahrsten Sinne des Wortes. Und hoffe, dass es einfach nur besser wird. Vielen Dank, Herr Klier. Jetzt darf ich einen ganz besonderen Redner ankündigen. Ich denke, die Landwirte, die heute hier versammelt sind, kennen ihn bereits von diversen Veranstaltungen, von YouTube-Kanal. An der Stelle, wer das bis heute nicht hatte, im Nachgang, guckt einfach mal danach. Der Mann erzählt so viele Wahrheiten, das vertragen die in Berlin bloß nicht so gut. Ich denke, da ist uns, da ist ganz besonders der Tanja, riesenklug gelungen, den Mensch heute hier in blauen Sehen hören zu dürfen. Kommen Sie ruhig hoch. Das ist der Anthony Lee, der Sprecher von LSV Deutschland. Ich habe mich im Vorfeld mit Ihrer Rede in Hamburg beschäftigt, vor 2 Tagen. Also weit gereister Mann. Also ich denke, im letzten halben Jahr, 2 Jahren, weiß ich nicht genau, so viele Kilometer wie der, quer durch Deutschland, rauf, rüber, runter, runter. Respekt, muss man erstmal machen. Tolle Sache. Aber, Sie haben das angesprochen am Montag, dass das Wahlverhalten der Ostdeutschen ein anderes ist, wie das in den gebrauchten Bundesländern. Habe ich das so gesagt? In ähnlicher Art und Weise. Ich will das vielleicht ein bisschen richtig stellen. Der Unterschied zwischen dem Wahlverhalten in Ostdeutschland und Westdeutschland liegt wahrscheinlich darin begründet, viele Ältere hier vor uns, also ich sag mal, die 50 Jahre und älter sind, die haben den großen Vorteil, die haben sowohl das eine als auch das andere Wirtschaftssystem in ihrer Vergangenheit erleben dürfen. Und viele Menschen in den gebrauchten Bundesländern erkennen die Entwicklung, die politischen Entwicklungen, die momentan stattfinden, im Anfang, nicht mal im Anfang. Wir im Osten, wir haben den riesen Vorteil, wir wissen, wie es ausgeht. Moin, Plauen! Ist egal, wo du in Deutschland bist, moin kennt jetzt inzwischen jeder, super. Ja, vielen Dank für die warmen Worte und ich muss erstmal, bevor ich es vergesse, Tanja, was du hier mit deinem Team abgerissen hast in den letzten Wochen, ich habe das mitbekommen, das ist unfassbar und ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass ihr alle da seid. So, und ich habe heute zum allerersten Mal einen Spickzettel gemacht, damit ich bloß nichts vergesse. Wenn ich meine Reden nochmal selber höre, denke ich immer, scheiße, das hast du vergessen, das hast du vergessen. Heute wird es nicht passieren. Also, ich habe, ist der Bürgermeister noch da? Der OB? Ich habe nämlich einen Deutsch-Kurzhaar, das ist die Steigerung von Deutsch-Langhaar. Deutsch-Glatze soll es auch bald geben. Nein, also ich habe einen britischen Humor, wenn die Pressevertreter jetzt nicht gleich erschrecken, also ist alles noch im Rahmen der Verfassung, was ich hier sage. Und ich weiß vor allem, was diese Verfassung zulässt, weil ich komme aus einer völlig anderen Welt als Landwirtschaft. Ich bin jetzt, nächsten Monat 48 Jahre alt,
habe eine Berufsausbildung gemacht als Kraftfahrzeugmechaniker, so hieß das früher noch. Da hat man Teile noch repariert und nicht ausgetauscht, wegen der Nachhaltigkeit. Danach war ich dann 8 Jahre bei der Bundeswehr, Unteroffizierslaufbahn, Fallschirmjäger. Und danach habe ich mein Abitur nachgemacht, bin dann 1 Jahr die Welt bereist, kenne mich also in der Welt auch wirklich aus und weiß, dass wir hier durchaus glücklich sein können, dass wir so leben, wie wir leben. Aber das wollen wir auch bewahren. Und deswegen sind wir auch heute hier. Danach habe ich mich in Berlin bei der Polizei beworben, war bis 2010 dort Polizist, weiß also auch, wie abenteuerlich der Beruf des Polizisten ist und wie schwierig dieser Beruf auch ist. Und deswegen auch vielen Dank, dass die Polizei seit Jahren bei unseren Demonstrationen so gut an unserer Seite steht, ruhig. Und das haben wir auch gestern in Hamburg gesehen, als wir den Hamburger Hafen dicht gemacht haben und wirklich kooperativ mit der Polizei zusammengearbeitet hat. Und das ist auch ihr Job. Ihr Job ist es nämlich, eine Demonstration so wie diese hier zu schützen. Und ich sage euch nur eins, jeder, der in Zukunft in Deutschland Demonstrationen anmeldet, muss auch aufpassen, was da für Leute unterwegs sind. Wir haben das nicht viel, aber vereinzelt erlebt, dass einige diese Demonstration kapern wollen. Und dann geht bitte zur Polizei, zum Polizeiführer und die sorgen dafür, dass diese verschwinden. Weil es geht hier um unseren blanken Arsch und nicht um politische Schwachsinnsideen, sondern es geht hier um unsere blanke Existenz. Und deswegen stehen wir hier. Und es sind ja einige Medienvertreter da und jetzt möchte ich dann ganz gerne auch, dass sie auch 5 Minuten, länger dauert dieser Abschnitt nicht, 5 Minuten mal genau zuhören, worum es uns hier allen geht und warum das auch sie betreffen muss. Warum stehen wir hier? Wir als Landwirte sind eigentlich seit tausenden von Jahren dafür da, die Bevölkerung zu ernähren. Inzwischen haben wir es hinbekommen, weil wir so gut ausgebildet sind und so gut mechanisiert sind und so fruchtbare Böden haben, die sind auch fruchtbar, weil wir sie zu diesem Fruchtbarkeit erst gemacht haben und wir wollen es auch erhalten, weil wir gerade auch von Gunther gehört haben, wir wollen das ja auch anderen Generationen übergeben, ja? Und ich übergebe doch meinen Kindern nicht irgendeinen Schrott, sondern ich habe ein Anliegen, denen den besten Boden wie möglich zu übergeben, damit die weiter wirtschaften können, damit sie weiter gute, gesunde Lebensmittel essen können. Aber das funktioniert nur, wenn man uns auch das ausführen lässt, was man uns an Berufsschulen und an Universitäten beigebracht hat. Und da braucht kein Kindergärtner zu kommen und zu meinen, ich habe eine bessere Idee. Ich gehe auch nicht zum Herzchirurgen hin und sage, pass mal auf, ich habe eine bessere Idee, wie du den operierst, weil ich davon keine Ahnung habe. Und deswegen sollte man uns hier auch machen lassen. Aber keiner hat jetzt gedacht, also wir haben jetzt gesagt, die Politiker haben keine Ahnung, wollen das nicht. Es muss ja irgendwas dahinter stecken. Man erzählt uns, man will das Klima retten. Und deswegen müssen wir das machen. Deswegen müsst ihr weniger düngen, weil wir unbedingt Nitrat, ihr dürft mehr Wasser trinken, alles nitratverseucht. Und ihr müsst die Böden, dürfen nicht so viel düngen werden, weil die versauern, die müssen auch mal stillgelegt werden, damit die sich erholen können und all so ein Schwachsinn, ja? Das erzählt man uns. Jeder von uns weiß, dass das totaler Blödsinn ist. Ja, wenn ich was stilllege, erholt sich da gar nichts dran, sondern der braucht ja Nahrung, ja? Der Boden braucht Nahrung, das ist doch logisch. Und das erzählt man uns aber und da hat der bessere Idee. Man will uns ersetzen. Und deswegen sind auch die Strompreise teurer geworden, weil man hat eine bessere Idee, man schaltet einfach funktionierende AKWs ab, ja, und dann sagt man, Atomstrom verstopft die Netze, das hört man bei Anne Will. Ja, da sitzen Politiker der Grünen und sagen, der Atomstrom verstopft die Netze, deswegen muss der weg. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Seitdem sind wir zwar zum Nettoimporteur geworden von Strom, wenn die Ware knapp ist, wird sie meistens teurer. Da musst du gar kein Ökonomiestudium für haben, das weiß man dann eigentlich auch schon. Wenn Ware knapp ist, Ware teuer. Und das passiert mit dem Strom gerade. Dann hat man Ideen, ich bin ja halt heute 600 Kilometer gefahren, sehe überall Windräder, die sich nicht drehen, ja. Und trotzdem bauen wir neue und neue und neue. Und dann kannst du denen erzählen, 30.000 mal 0 ist 0, 3 Millionen mal 0 ist immer noch 0. Glauben die denn nicht? Dann sagen die, müssen einfach nur mehr bauen, ja. Dass man dann 7,4 Cent pro Kilowattstunde den Leuten für 20 Jahre verspricht, ja. Und in Bayern sogar noch 50% mehr. Das musst du dir jetzt 20 Jahre bezahlen. Ob das Ding sich dreht oder nicht, spielt keine Geige. Ja? Ich bin nicht gegen Windenergieanlagen, aber ich sag ganz ehrlich, an der Küste kann man das machen. Bei mir zu Hause, da weht kein Wind. Jeder sagt dir, der davon Ahnung hat, bei euch lohnt sich die Scheiße nicht. Die bauen es trotzdem. Ja? Und dann darf man sich nicht wundern, dass das natürlich teuer wird. Und Sie zu Hause, jeder hier, auch jeder Medienvertreter, Sie zahlen dann dafür.
weil das muss ja 20 Jahre garantiert bezahlt werden. Ja, der Unternehmer, der das macht, muss das bezahlen. Und das ist eigentlich abenteuerlich. Und bei Lebensmitteln passiert genau das Gleiche. Man sagt also, okay, wir gehen jetzt Mercosur. Ja, Mercosur, das Abkommen mit Südamerika, das machen wir jetzt einfach. Wir haben vorhin ja gehört, Ukraine, werden wir gerade überschwemmt von billigem Weizen. Der Weizen ist kontaminiert, wie die dänische Regierung festgestellt hat. Ja, der ist mit Pestiziden, können wir von mir aus da sagen, die bei uns seit Ewigkeiten verboten sind, aber wir sollen es futtern. Und die Ware wird immer billiger und billiger. Bis wir gerade bei 200 Euro die Tonne. Ja? Und dann erzählt man uns, ja, ihr verdient ja so viel Geld. Also wir werden mit Unwahrheiten bombardiert ohne Ende. Aber jetzt zurück zur Agenda, die gefahren wird. Wie gesagt, wir sollen hier den European Green Deal durchziehen. Das hört sich erstmal richtig interessant an. Jeder sagt, oh, grün, das ist ja was Gutes, ja, das ist super, das machen wir. Und bei uns, das ist die Farm-to-Fork-Strategie. Das geht jetzt schon los. Wir sollen jetzt schon 4% in diesem Jahr 4% unserer Flächen stilllegen. Jetzt hören Sie genau zu, was das heißt. Das ist die Fläche des Saarlandes, wenn man die ganzen 4% nimmt. Das sind die anderen Maßnahmen, die wir noch machen müssen. Das sind ja alles Umweltauflagen, die wir machen müssen, damit wir diese vielen Subventionen bekommen. Ja, wir müssen ja eine Gegenleistung dafür machen. Das kriegen wir nicht umsonst. Das sind knappe 170 Euro pro Hektar. Mehr ist das inzwischen auch nicht mehr. Das muss jeder mal wissen. Weil die denken ja, wir werden zugeschissen mit dem Geld. Das stimmt ja so gar nicht. So, zurück zu den 4%. Die Fläche des Saarlandes ist in Deutschland also weg auf Hochertragsstandorten, wo man Lebensmittel produzieren kann. Und auf ganz Europa, nur die 4% ist an Getreide. Das gesamte Getreide, was in einem Jahr in der Ukraine geerntet werden kann. Nur damit man weiß, was das für eine Menge ist, die auf einmal wegbricht. Im gleichen Moment kommt Herr Özdemir und sagt, wir müssen um jede Handvoll Getreide kämpfen. Grundsätzlich stimmt das ja, weil alle 5 Sekunden stirbt ein Mensch an Hunger, alle 13 Sekunden stirbt ein Kind unter 5 Jahren an Hunger auf der Welt, weil die Ware knapp ist. So, das ist doch schizophren, wenn solche Politiker uns zwingen, Fläche stillzulegen, für die wir weiter Pacht bezahlen sollen und Steuern bezahlen sollen und dann behaupten, wir müssen jetzt aber den Hunger in der Welt bekämpfen. Das ist abenteuerlich, sowas. Das können wir nicht zulassen. Und das müssen Sie, die Medienvertreter, müssen das mal verstehen, weil die vierte Gewalt hat nun mal einen unheimlich großen Hebel, aber den müsst ihr auch mal anwenden. Ihr müsst doch mal zuhören, was ich jetzt sage. Und jetzt hört genau zu bei der Farm-to-Fork-Strategie. Die 4% sind ja schon katastrophal. Das muss ja jetzt jeder verstanden haben, dass das irre ist, was hier gerade läuft. Es soll doch viel weitergehen. Wir sollen nämlich auf europäischer Ebene 10% stilllegen. 10% aus der Produktion komplett rausnehmen. Dann sollen 20% renaturiert werden. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen soll, was das heißt. Weiß ich nicht. Dann sollen 25% auf Bio umgestellt werden, wo man zwangsläufig weniger erntet. Ja, das ist ja logisch. Deswegen muss ein Biobetrieb auch mehr für seine Anbaufrüchte haben. Logischerweise. Das passiert ja auch nicht, weil der Markt nicht da ist. Weil alle hier gefühlt pleite sind zu Hause und sich das nicht leisten können. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Aber nochmal zurück zu der Farm-to-Fork-Strategie. Wir sollen auf 50% der Pflanzenschutzmittel verzichten. Die brauchen wir. Diese Scheiße ist so teuer, die setzen wir doch nur ein, wenn es sein muss. Das muss auch jedem klar sein. Wir schmeißen das nicht alles raus aus der Spritze, weil es weg muss. Nein, wir müssen sorgsam damit umgehen. Und das machen wir auch. Wir müssen auch alle 2 Jahre einen Schein dafür machen und so, weil man uns das nicht glaubt. Da sind wir wieder bei der Bürokratie. Wenn wir Bürokratie anfangen, dann kann ich bis heute Abend reden. Dann bin ich immer noch nicht fertig. Habe ich noch nicht mal die Hälfte erzählt. Das ist irre, was hier los ist. Aber wer allen Ernstes glaubt, dass wir mit diesen angeblichen grünen Dingen, European Green Deal, dass wir damit das Klima retten oder überhaupt nur ansatzweise für das Klima tun, dem muss doch klar sein, wenn wir das umsetzen, dann fehlt doch die Ware in Europa, bei uns zu Hause. Und wenn einem das egal ist, ja, dann muss es aber woanders herkommen. 8 Millionen Hektar, für alle Unwissenden, ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. 8 Millionen Hektar müssen woanders auf der Welt in Bewirtschaftung genommen werden, um das zu kompensieren, was uns hier fehlt. So, und wenn ihr allen Ernstes glaubt, dass das einer so nachhaltig kann wie wir, weil wir können Ökonomie und Ökologie miteinander vereinbaren, so gut wie kein anderer auf diesem Planeten, dann muss euch das klar sein, dass das überhaupt nicht nachhaltig ist. Das ist nicht grün, weil die Ware muss ja dann mit ihrem Schiff hierher kommen. 60.000 Schiffe fahren auf dieser Welt jeden Tag umher und transportieren Ware. Die fahren doch nicht klimaneutral. Wenn ihr wirklich das Klima retten wollt, dann müsst ihr das verhindern. Jeder Klimakleber müsste hier stehen an euch, an eurer Seite und sagen, Schwachsinn!
Und deswegen lasst euch nicht erzählen, dass die Grünen, und die Grünen haben nicht alleine Schuld, das sage ich ganz klar, sondern lasst euch nicht erzählen, dass hier irgendwas Grünes politisch durchgesetzt wird oder umgesetzt wird. Nichts davon, weder die Energiepolitik noch die Landwirtschaftspolitik, irgendwas davon ist grün. Und wenn ich diesen Scheißbegriff Wende höre, Agrarwende, Verkehrswende, Wirtschaftswende, wie, sag mal, wir wollen doch fortschrittlich sein, wir wollen nach vorne und nicht nach hinten, das ist doch bekloppt. Und jetzt, es geht ja noch viel weiter, dieser Green Deal, ich hoffe ja inzwischen, also glücklicherweise haben unsere Kollegen in Frankreich gerade wirklich so massiv was erreicht, dass sich wirklich der neu gewählte Präsident stellt sich ja da auf die Straße mit den Leuten. Ich frage mich allen Ernstes, wenn ihr auf der Straße seid, kam schon mal ein Politiker zu euch und hat mit euch das Gespräch gesucht? Die sind so fern weg der Realität, die haben gar keinen Bock mehr mit uns zu reden. Das ist abenteuerlich sowas. Macron, Herr Macron hat gestern ganz klar gesagt, diese 4% Stilllegung, die muss weg. Der Agrardiesel soll in Frankreich jetzt komplett steuerfrei sein. Und wir reden hier um 21 Cent beim Liter. Und den wollen sie uns auch noch wegnehmen. Machen sie ja auch. Ja, dann sagen sie, wir sind euch ja entgegengekommen. Ich lache mich kaputt. Die Scheiße kommt nur 2 Jahre später, aber die kommt doch trotzdem. Das ist doch total irre. Und dann sagen sie, warte mal, und dann sagen sie uns allen Ernstes, ja, wir sind ja auf euch zugekommen. Die erfinden 2 neue Maßnahmen, die das Fass zum Überlaufen bringen und sagen, okay, dann nehmen wir 1,5 davon weg. Wir sind euch ja entgegengekommen. Wie bescheuert muss denn sein? Du, ich nehme dich jetzt, du hast nie was gemacht, was Böses, das junge Mädel hier. Ich sage, du gehst jetzt 2 Jahre in den Knast. So, und dann wirst du sagen, warum? Ich habe nichts gemacht. Dann sage ich, okay, dann gehst du nur 1 Jahr ins Knast. Dann sagst du, trotzdem nicht so bescheuert. Ja, dann gehst du nur 1,5 Jahr ins Knast. Jetzt sei zufrieden, hau ab und halt's Maul. Wir sind nicht blöd, das machen wir nicht. Und noch ein Punkt, der normalerweise, der hätte in jede Tagesschau wochenlang Brennpunkt, die SUR, S-U-R, jeder Medienvertreter bitte googeln. Das ist unfassbar. Ich sage immer für jeden, was das heißt. Jedes Land in Europa musste Kulissen ausweisen, wo man kein Pflanzenschutzmittel mehr einsetzen darf. Ja, auch Biobetriebe nicht. Da hat man bei uns alles gemeldet, was es geht. Landschaftsschutzgebiet, Vogelschutzgebiet, FFH-Schutzgebiet, Artenschutz, egal was. Alles haben wir gemeldet, weil wir bescheuert sind. Das war genau wie mit der Düngeverordnung, als man die Nitratwerte gemeldet hat. Deutschland, das einzige Land in Europa, was nur die Höchstwerte gemeldet hat. Alle anderen nur die Durchschnittswerte. Da konnte die Europäische Union gar nicht anders, als zu sagen, ey, eure Werte sind ja katastrophal. Das geht ja gar nicht. Ja, das ist ungefähr so, als ob du allen Ernstes sagst, komm her, du bläst mal beim Arzt in so ein Lungenatmungsgerät ein und setzt sich dein Mund da an, sondern sitzt von irgendeinem alten Trabi da vorne drauf und dann wundert sich das Gerät, ey, das geht ja gar nicht, die Lunge ist ja im Arsch. Das ist doch lächerlich sowas. Das ist abenteuerlich, was man hier gemacht hat. Man hat uns wirklich von morgens bis abends beschissen und keiner geht darauf ein. Niemand streitet es ab. Wir standen in Hannover mit Ministerpräsident Weil, unserer Landwirtschaftsministerin, vor 4 Jahren inzwischen schon. Und alle geben das zu. Ja, das haben wir so gemacht. Das war ein bisschen blöd. Sag mal, da muss man doch das Gesetz zurücknehmen. 3 Düngeverordnungen sind dann über uns ergangen. Das ist doch abenteuerlich. Das sind Verluste ohne Ende. Das verstehen diese Menschen nicht. Und das muss man denen erklären. Man muss aber auch ganz oft, ich hau jetzt auf die Medien drauf, ja, ich weiß, aber es gibt genügend Medienvertreter, die in den Medien auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sitzen. Die hören zu, die wissen das wirklich nicht. Natürlich wissen die das nicht. Und deswegen sage ich, wir dürfen auch nicht von Lügenpresse sprechen, sondern wir müssen von Lückenpresse sprechen. Weil wenn du nur drauf haust, machen die irgendwann alle zu. Wir müssen aber die guten Leute, denen das erklären. Deswegen sage ich das jetzt hoffentlich verständlich, dass das alles irre ist. Zurück zu dieser SUR, die SUR. Über 50% Deutschlands, damit das jeder weiß, wäre betroffen gewesen. Dort wäre nichts mehr gegangen mit Pflanzenschutz. Also, wie gesagt, konventionell und bio. Also dann wäre nichts mehr mit Weinanbau, Obst, Gemüse, Ackerbau, nichts. Ich rede von der Hälfte, über der Hälfte der Fläche von Deutschland. Das ist gerade so nicht passiert, weil sich glücklicherweise eine knappe Mehrheit im EU-Parlament gefunden hat bei dieser Abstimmung im Dezember. Stellt euch mal vor, wenn das passiert wäre, was hier los gewesen wäre. Dann wäre der Tourismus im Arsch gewesen, alles was da ist. Ja, in der Pfalz, irgendwo, wo Weinanbau ist, nichts wäre gewesen.
das muss ich mal vorstellen. Das, sowas passiert in den Hinterzimmern, was da gerade läuft. Sarah Wiener, das ist ja die Fernsehköchin, ohne Schulabschluss, ohne Ausbildung, ist ja kein Witz, wirklich, die hat gar nichts. Die sitzt dann da und solche Leute sagen, wo es lang geht. Und das darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein, dass wir in diesem Land Politiker haben, die gar nichts nachweisen können an Ausbildung, an Schulabschluss, an nichts. Und davon haben wir leider viel zu viele. Als ich mich beworben habe, egal wo, selbst bei meiner Kfz-Mechanikerlehre, da musste ich hingehen, meine Zeugnisse zeigen, da musste ich mich vorstellen und da musste ich betten, oder damals hat man ja noch gehofft, dass man Handwerker lernen kann, heutzutage muss ja froh sein, wenn überhaupt einer zum Bewerbungsgespräch kommt. Ja, aber damals, als ich das gemacht habe, war das noch so. So, da musstest du froh sein, dass du dich da durchgesetzt hast. Auch beim Bund, da musste ich froh sein, dass ich mich ja durchgesetzt habe. Bei der Polizei, Einstellungstest, was habe ich diese scheiß Bücher gewälzt? Und heutzutage haben wir Leute in Spitzenpositionen. Ja, die sind nicht irgendwo auf lokaler Ebene, die sind auf Spitzenpositionen und sagen uns, wo es lang geht. Die können sich gar nicht in die Lage von Gunther oder anderen Unternehmer im Mittelständler hineinversetzen. Wenn du schlaflose Nächte hast, wenn du nicht weißt, wie du die Scheiße bezahlen sollst, wie sollst du deine Mitarbeiter halten? Das musst du dir vorstellen, der psychische Druck, den der Unternehmer, aber auch jetzt inzwischen der Angestellte ausgesetzt ist, das können die sich nicht verstehen. Und deswegen, die SPD, ja, das war früher, also das sind die Roten, ja. Das sind die, was gibt es die bei euch überhaupt noch? Also das ist bei uns im Westen, bei mir in Niedersachsen haben die was zu sagen immer noch. Die stellen Ministerpräsidenten. Die waren noch früher für den kleinen Mann da, für den Arbeitnehmer. Ey, mal ganz ehrlich jetzt, wenn das so weitergeht, dann brauchen wir gar nicht über den Arbeitnehmer zu reden, weil der Arbeitgeber gar nicht mehr da ist. Also, dann habe ich eben... Ist meine Zeit schon rum? Gut, okay. Habe erst die Hälfte. Also, dann habe ich eben... Wir haben über Ablenkung schon gesprochen. Ich will es nicht nochmal sagen. Also, wenn ich das höre, die Wannsee-Konferenz 2.0, also ganz ehrlich, Leute, also, dass man mich jetzt in die rechte Ecke drängt, das bin ich ja gewohnt. Das ist seit 4 Jahren so. Was sage ich denn hier, was nicht stimmt? Das ist abenteuerlich, also das ist unvorstellbar. Und je mehr ihr draufhaut, ich sag's euch, je mehr die Medienvertreter draufhauen und alles hier rechts machen, ich weiß nicht, ob wer es gesehen hat, bei uns in Norddeutschland haben sie ja so ein wunderbares Herz mit einem Trecker gemacht und all sowas. Die Nord-Ostsee-Zeitung, was ich, wie die Scheiß-Zeitung heißt, schreibt wieder irgendwas, rechte Treckerfahrer wieder am Gange. Sag mal, seid ihr bescheuert oder was? Haut ruhig weiter drauf und dann wundert ihr euch allen ernst, dass die Leute gar nicht mehr wählen oder irgendwas extremistisches wählen. Also, weißt du, was gibt's denn noch? Gibt's bei euch die NPD noch hier? Weiß ich nicht. Ja, aber ehrlich, da darf man sich ja immer noch nicht wundern, wenn man zumacht. Immer draufhauen. Ich hab's gerade gesagt. Wir müssen aufpassen, Leute, wie wir miteinander umgehen. Und deswegen versuche ich das hier so zu erklären, dass sich jeder versteht. Es ist in jedem seinem Interesse, dass man hier die Landwirtschaft, den Mittelstand hält. Das geht aber nicht. Wir sehen es ja wirklich, ich habe den Strom schon angesprochen gerade, beim Gas genau das Gleiche. Leute, ich kann es nicht nachvollziehen. Die Politik sagt immer, andere haben Schuld. Putin hat Schuld, das Klima hat Schuld, keine Ahnung, wer noch Schuld hat. Nein, es kann nicht sein, wenn wir in der Mitte von Europa sind als Deutschland und das einzige Land sind ohne Wirtschaftswachstum. Wir schrumpfen. Das verkauft man uns aber als negatives Wachstum. Dann hast du einen Kanzler, falls er mal irgendwann da ist, ich habe ihn irgendwann letztes Jahr mal im Fernsehen gesehen, dann erzählt er irgendeinen Bullshit von wegen Unterhaken, Bazooka, Doppelwumms, You Never Walk Alone. Weißt du, das ist so ein Quatsch, brauche ich meinen Kindern nicht mehr erzählen. Die fragen, Papa, bist du bekloppt? Als ich in Hamburg stand, nee, lass uns das Thema Gas nochmal abhandeln. Das ist mir ganz wichtig, weil es nervt mich einfach so. Wir haben ja jetzt gehört, dass Joe Biden, das ist der Präsident in den Vereinigten Staaten, gesagt hat, so Fracking-Gas, nee, geht nicht mehr. Aus Klimaschutzgründen sagt er das. Der sagt das natürlich, weil die jetzt eine Wahl haben dieses Jahr in den USA und der Amerikaner geht auf die Barrikaden, wenn der Spritpreis mal einen Cent hochgeht, dann drehen die ja schon durch, ja. Und deswegen sagt er natürlich auch, ja, ich kann den Deutschen jetzt erstmal nicht so viel Fracking-Gas geben. Aber wir haben uns ja angeblich jetzt komplett drauf umgestellt. Sollen ja Habeck dankbar sein, dass wir in Naturschutzgebieten LNG-Terminals haben. Und jetzt kommt ja ein Riesenschiff jedes Mal an. Ja, was, das müsst ihr, ich kann das auch gar nicht oft genug sagen. Fracking-Gas, ja, das ist doch das Klimaschädlichste, wenn du Klimaschutz willst, überhaupt. Das ist doch lächerlich, weil in den USA, wo in den USA gefrackt wird, da die haben ja 8% Schlupf. Das heißt, am Bohrloch gehen 8% in die Atmosphäre rein.
und dann wird es auf minus 163 Grad runtergekühlt, damit es in dieses scheiß Schiff geht. Dieses Schiff kommt mit Schweröl hier zu uns her, ja, um es dann an nicht vorhandenen oder jetzt endlich vorhandenen LNG-Terminals zu entladen im Naturschutzgebiet, wo selbst die Naturschutzverbände sagen, Habeck, das geht nicht, das ist irre. Und dann, ich habe neulich mit einem gesprochen, der sieht das jeden Tag von der Küste aus, dann fahren kleine Schiffe dahin, pumpen den Dreck um und fahren dann dahin und entladen das da. Ja, und dann sollen wir jetzt Habeck dankbar sein, dass er uns im letzten Winter durch den Winter gebracht hat. Ich glaube, ich spinne. Das ist vollkommen irre. Und wer das als Klimaschutz bezeichnet, ist bekloppt. Aber das verkaufen die uns so. Das verkaufen die uns so. Und ich habe es mir eben nochmal aufgeschrieben. Wir bekommen, jetzt kommt's, 34,6 Millionen Kilowatt Fracking-Gas aus den USA. 34,6 Millionen. Auf Platz 2 kommt Trinidad and Tobago. Da habe ich auch gestaunt. Donnerwetter. Da kriegen wir 2,8. Also 34,6 Millionen zu 2,8 Millionen. So, wenn jetzt 34,6 Millionen wegfallen, wo soll das herkommen? Aber wir haben doch jetzt uns drauf verlassen. Das ist lächerlich. Das ist absolut lächerlich. Und wie gesagt, es geht um einen wichtigen Punkt. Das haben wir von allen Mittelständlern gerade gehört. Wir brauchen als allererstes günstige Energie, damit diese Wirtschaft hier funktioniert. Und ich muss das vielleicht Frau Baerbock auch nochmal sagen, die ja ganz gerne werden möchte wie Kenia. Wir sollen ja werden wie Kenia. Also ich war schon mal in Kenia. Also in Kenia scheint regelmäßig die Sonne. Ja? Da hast du nachts auch keinen Strom, da hast du einen Stromausfall. Tagsüber mit PV mag das funktionieren. Ja? Aber bei uns doch nicht. Wenn BASF Ludwigshafen, das eine Werk, mehr Strom verbraucht als ganz Dänemark, dann kannst du nicht werden wie Kenia. Das funktioniert nicht. Ja, und wir brauchen nun mal günstige Energie, damit wir die Arbeitsplätze hier behalten und die Wirtschaft und die Wertschöpfung und die Steuereinnahmen. Also das ist schon wirklich irre. Und dann, um das Ganze zu managen, diesen angeblichen Klima, tollen Klimapolitik, die wir haben, hat man ja 11.500 zusätzliche Beamte eingestellt. Das erfinde ich ja nicht, das habe ich aus der Zeit. Das lese ich da. 11.500 zusätzliche Beamte hat diese neue Regierung eingestellt. Das sind 8 Milliarden Euro jedes Jahr. Aber der Bauer soll jetzt 1 Milliarde aufbringen. Sag mal, spart bei euch selber erstmal! Und dann haben wir über Bürokratieabbau gesprochen, als ich in Hamburg auf der Bühne stand. Da stand ich mit einem jungen Unternehmer, 28 Jahre alt, hat 40 Mitarbeiter und kommt aus dem Tiefbau. Da sagt er auf der Bühne, ich habe es nicht glauben wollen, ja, also wir müssen einmal im Jahr, oder war es alle 2 Jahre, ich weiß nicht mehr, eine Schulung machen, wie wir uns dann unter der Sonne, also wenn die Sonne scheint, verhalten sollen. Also dann muss ich meinen Mitarbeitern erklären, die 40 Jahre auf dem Bau sind, der Typ 28, der hat echt Eier, das zu machen, ja. Dann muss der seinen Mitarbeitern erklären, die 40 Jahre auf dem Bau sind, du pass auf, die Sonne scheint, jetzt musst du einen Schirm aufsetzen oder hier hast du ein bisschen Sonnencreme. Das ist ein Tag, der weg ist im Jahr. Ja, das ist dann der Bürokratieabbau. Oder da war ein junger Mann, der macht kleine Setzlinge und sowas und macht also so ein Baumschüler, darf man das sagen? Baumschule macht der? Baumschule ist beleidigt bei uns im Westen. Baumschule, Baumschüler. So, und der hat mir erzählt, also ihr bei euren Tieren, Anthony, ihr habt ja auch Ohrmarken. Ich sage, ja, haben wir. Müssen wir machen, ja, seit Jahren schon. Ja, wir, unsere kleinen Setzlinge haben auch Ohrmarken. Was? Also die haben auch alle Ohrmarken, ne? Das muss alles dokumentiert werden, wo der jeden einzelnen Baum, der kann die letzten 20 Jahre genau sagen, wo er einen Baum hin verkauft hat. Das musst du zu Hause dokumentieren. Ja, und dann höre ich vom Lindner, wir haben es vorhin gehört, es ist eine Frechheit. Es ist eine Frechheit, und da siehst du, wie abgehoben und arrogant diese Menschen sind, der sich auf die Bühne hinstellt vor Landwirten, die im Schnitt 48,5 Stunden die Woche arbeiten. Das ist nur der Durchschnitt. Ich kenne genügend, die arbeiten 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und dann kommt dieser abgehobene Typ dahin und sagt, ich kann mich genau in euch hineinversetzen. Wenn ich einen Stall ausmiste, bin ich fix und fertig. Ich weiß genau, wie es euch geht. Also, ich glaube das alles gar nicht mehr. Also, es ist absolut abenteuerlich. Also, ich will es auch nicht künstliche Länge ziehen. Wir wollen ja gleich noch, glaube ich, so ein bisschen in den Dialog gehen. Aber ich hab heute Morgen noch Boris Palmer gehört. Boris Palmer, Grüne. Ich habe jetzt mal eine Partei erwähnt. So, Grüne. Und was der Mensch gesagt hat, das ist ein Realpolitiker. Und deswegen sage ich auch, ich kann nur alle Leute animieren, die was verändern wollen. Geht in die Kommunalpolitik.
Dort geht es wirklich los. Dort könnt ihr was verändern. Und alle Kommunalpolitiker müssen den Druck nach oben aufbauen. Genau wie wir den Druck nach oben von der Straße aufbauen müssen, müssen das auch die Kommunalpolitiker machen. Das passiert bei uns in Niedersachsen gerade massiv mit der FDP. Ich kenne viele FDP-Landtagsabgeordnete, habe mit einigen aus Rheinland-Pfalz gesprochen, bei uns aus Niedersachsen. Da muss richtig Druck aufkommen. Also ich habe der FDP bis vor kurzem noch eine Chance gegeben. Wenn sie jetzt einen Stecker ziehen von der Ampel, dann ist sie vielleicht noch irgendwie in der Regierung in der nächsten oder in den nächsten Regierungen. Inzwischen glaube ich, die kannst du komplett vergessen. Da ist nichts mehr zu holen. Feierabend da. Ja, die hatten ihre Chance. Aber wie gesagt, wenn du den Palmer hörst und er spricht die Dinge ganz klar an und wir haben auch keine Zeit mehr für Schwachsinn. Es geht nicht darum herum zu eiern oder sowas. Wenn ich so Fernsehdebatten, ich kann mir das auch gar nicht mehr anhören. Es ist einfach irre. Wir müssen Dinge ganz klar beim Namen nennen und wir haben massive Probleme. Und als allererstes, glaube ich, müssen wir in diesem Land unbedingt die Migrationsproblematik hinbekommen. Es kann nicht sein. Es kann wirklich nicht sein. Ich bin wirklich ein weltoffener, toleranter Mensch. Das meine ich ganz ehrlich. Aber es kann nicht sein, dass hier in diesem Land passieren kann, was will. Bei uns kommen ständig Kontrolleure auf den Hof, kontrollieren uns von morgens bis abends und dieses Land kann reinkommen, wer will. Das möchte ich nicht, das ist keine Ordnung, das ist ein Rechtsstaat unwürdig. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist das Problem Energie. Wir brauchen unbedingt günstige Energie und es gibt Lösungen. Die Lösungen liegen auf dem Tisch. Ich höre neulich, dass die Ukraine 4 neue Atomkraftwerke bauen möchte jetzt. Ratet mal, wer das bezahlen soll. Das weiß ich jetzt schon. Und dann ist es doch abenteuerlich, wenn du einen Wirtschaftsminister hast. Ich will nicht unbedingt auf so eine Kinderbuchautor-Scheiße rumreiten, aber es ist trotzdem irre, wenn der sich hinstellt. Und das ist für mich abenteuerlich, dass sowas durch die Medien einfach so durchrutscht und man das so stehen lässt. Das geht nicht, wenn der behauptet, ja, die AKWs, die jetzt hier in der Ukraine stehen, die sind ja gebaut. Ja, die sind ja, unsere sind gebaut, unsere sind abbezahlt. Die hätten wir am Laufen lassen können, bis es irgendwann eine Möglichkeit gibt, was anderes zu machen. Aber es kann nicht sein, dass du eine Energiewende machst, ohne die Möglichkeit, was zu speichern. Das ist ja der Wahnsinn überhaupt. Ich kann doch nicht Windräder bis zum Abwinken bauen, PV überall hinbauen und alles Mögliche versiegeln damit, obwohl ich gar keine Möglichkeit habe zu speichern. Die Speichermöglichkeit in Deutschland ist eine halbe Stunde, 30 Minuten. Das ist abenteuerlich sowas. Wir gehen mal wieder den 20. Schritt, bevor wir den ersten oder zweiten gehen. Und so funktioniert es nicht. In allen Bereichen machen wir das. Irgendeiner hat eine Vision. Irgendeiner hat mal gesagt, wenn du eine Vision hast, sollst du zum Arzt gehen. Sollten einige Politiker vielleicht mal machen. Das funktioniert so nicht. Du musst doch einen Plan haben. Wenn ich Unternehmer bin und wenn ich die Bundesrepublik Deutschland als Unternehmen sehe, da muss ich doch einen Plan haben, wo will ich hin, wie ist das Ziel, wie komme ich überhaupt dahin? Und da muss ich meine Mitarbeiter mitnehmen. So, der Mitarbeiter wäre in dem Fall wir, weil wir müssen das ja umsetzen. Wir bezahlen doch für diesen ganzen Bums. So, müssen wir uns auch fragen, müssen wir uns auch mitnehmen und kann nicht über unsere Köpfe diktieren. Und das ist genau das Problem, dass wir Leute haben, die wirklich, ich habe es gerade schon gesagt, den Kontakt zur Basis verloren haben. Man hört nicht auf Fachleute. Wir haben in den Ministerien Leute sitzen, die kommen auch aus reinen NGOs. Es ist doch nicht normal, dass die Annalena Baerbock sich die Jennifer Morgan von Greenpeace da reinholt. Das gibt's doch nicht. Überall, bei Herr Flassbart sitzt bei Frau Schulze. Frau Schulze ist die Entwicklungsministerin. Und die hat 61, 6 Milliarden waren es, glaube ich, letztes Jahr im Ausland verschwendet. Ich gönne jedem im Ausland armen Menschen das Geld. Aber guckt mal, wo diese Milliarden hinfließen. Die Radwege in Peru sind oft genug erwähnt, aber das sind doch ganz andere Dinge. Ihr könnt das runterladen. Das sind 17 Seiten. Ich habe es mir genau angeguckt. Das ist geisteskrank, wo wir Geld für ausgeben. Das ist unser hart erarbeitetes Geld. Gleichzeitig hörst du in Corona-Zeiten, nichts funktioniert, Faxgeräte überall, Schulen funktionieren nicht, überall zieht es durch. Kein Waschbecken in Schulen. Wo leben wir? Wir bauen überall anders alles Mögliche an erneuerbaren Energien. Ja, die Leute in Afrika, die wollen keine erneuerbaren Energien. Die wollen Bildung haben. Die wollen eine Chance haben, was selber zu machen. Es gibt ein Buch, Factfulness. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist richtig genial. Da ist genau beschrieben, die Afrikanerin, die will rechnen lernen, damit die nicht weiter von ihrem Mann und vom Staat verarscht wird. Aber es bringt doch nichts, dir eine Solaranlage aufs Dach zu packen. Das ist falsch. In Bildung zu investieren ist gut. Aber als allererstes, das ist keine Schande und das nervt mich an Deutschland momentan so dermaßen. Jeder Politiker, der von uns gewählt ist, ist doch gewählt, um unsere Interessen durchzusetzen. Für uns erstmal was zu machen. Ja, ein Donald Trump, du musst ihn nicht mögen. Aber wenn er sagt America first, das sagt ein Macron auch.
ist das auch so ein Spinner jetzt wie Donald Trump? Alle sagen das. Ich bin ja halber Engländer. In England ist genau das Gleiche. Da läuft auch nicht alles rund. Da haben sie auch gesagt, nach dem Brexit, da wird alles bergab gehen. Die haben Wirtschaftswachstum, Herr Habeck. Also das Gegenteil von unserem. Das funktioniert also auch. Es geht erstmal darum, Politik für uns zu machen, für die deutsche Bevölkerung. Und wenn da was über ist, dann geben wir gerne was ab. Und ich habe mir noch eine Zahl aufgeschrieben, das hat mich auch umgehauen. Es kommt aus dem Handelsblatt, also nicht aus Lies Gehirn. So, also 1 Billion geben wir für den Energieplan aus. Eine Billion, das sind 1000 Milliarden, das musst du dir mal vorstellen. Ja, also für Energiewende, die leider nicht funktionieren wird. Erst, wie gesagt, den Plan haben, wie es gehen soll, und dann kann man das umsetzen. Und lass mich noch eins sagen, ich habe das heute auf dem Schlepper gesehen, fand ich ziemlich geil. Wer weiß, wofür die Ampel steht? Scheiße! Nein! Arrogant, machtgeil, planlos, egoistisch, lebensfremd. Das ist zwar populistisch, aber es trifft es trotzdem. Und die Wahrheit muss gesagt werden. Vielen Dank. Geht gleich los. Erstmal ein herzliches Dankeschön an Anthony Lee, der heute wahrscheinlich den längsten Fahrtweg auf sich genommen hat, für unseren Vogtlandkreis. Zur Zugabe. Wir wollten gern bis 3:30 circa die Redner, die noch vor Ort sind, nochmal auf die Bühne. Ich komme runter mit einem Mikrofon. Wer Fragen hat, das ist alle mitbekommen. Lasst die Leute durch, die Fragen haben, gehören unten die Fragen gestellt werden, hier oben werden sie beantwortet. Ist das ein Vorschlag? Der eine oder andere kennt mich vielleicht. Ich treibe mich ja auch seit 2015 auf so ziemlich allen Demos und Spaziergängen mit rum. Und was ich immer wieder merke, jeder kämpft hier für sich alleine. Es gibt immer wieder Demos von Leuten, die von Ängsten geplagt sind, die Sorgen haben, noch und noch, die in ihrer Existenz bedroht sind. Aber irgendwie kriegen wir nicht den Arsch auf die Straße, dass wir uns mal alle zusammen hier versammeln. Ich vermisse die ganzen Pflegekräfte, die auch am Limit sind und das schon seit Jahren, die aber nicht die Zeit haben, vielleicht jetzt demonstrieren zu gehen, aber an die halt irgendwie auch keiner mitdenkt. Es gibt eigentlich eine Bedrohung, die gerade meiner Meinung nach über uns allen schwebt. Und das ist, wenn ich überlege, dass unser Verteidigungsminister demnächst ein anderes Amt übernehmen möchte und ich mir vorstelle, was das in dieser jetzigen Situation, wo wir live schon diesen Krieg haben in der Ukraine, was das auch für uns, für Deutschland bedeuten könnte. Da wird mir Himmelangst. Der erste Redner hat es gesagt, er möchte seine Kinder auf dem Trecker sitzen sehen und nicht auf einem Panzer. Und ich glaube, wenn wir es irgendwie mal auf die Reihe kriegen würden, alle zusammen auf die Straße zu gehen, damit hier Frieden herrscht in Europa, auf der Welt, dann würden sich viele, viele soziale Probleme auch schon lösen. Und ich habe die Bitte, wenn ihr bei der nächsten Wahl seid, lasst euch nicht nur von bunten Bildchen beeindrucken oder was jemand sagt, sondern guckt ganz einfach mal, wie unsere Politiker tatsächlich abgestimmt haben. Weil ich habe das so oft verfolgt, da kommen die coolsten Reden vorne, du hast gedacht, Wunder, ganz was Schönes, ganz was Tolles. Dann schaust du in die Abstimmung rein und denkst, verdammt, der hat genau im Gegenteil abgestimmt. Und da müssen wir wirklich viel aufmerksamer werden. Es ist verdammt schwierig, weil diese ganzen Medien, die auf uns hier hereinprasseln, wir wissen ja, das fünfte Mal gar nicht mehr. Wer erzählt Scheiße, wer erzählt die Wahrheit? Es ist unheimlich schwierig herauszufinden, was ist wirklich richtig. Ja, und deswegen, also, eine Frage eigentlich nicht. Ja, also der erste Redner und Anthony Lee, die
habe ich jetzt eigentlich mehr, dass ich auch mal das Mikrofon in der Hand nehme. Danke. Dankeschön für den Mut. So. Ich würde ganz gerne einmal was zu sagen, weil die Pflegekräfte und all sowas ist komplett richtig. Ich erlebe das aber doch schon in Deutschland, dass immer mehr Leute sich an uns angliedern, anschließen, nicht nur die Spediteure, weil ich ja immer gesagt habe, kommt bitte auf die Straße, sondern das erleben wir, habe ich in Hamburg auch erlebt, da kamen Lehrer raus, die kamen mit ihren Kindern, auch die Städter merken inzwischen immer mehr, Moment mal, es läuft was fundamental schief und ich sage ja, es betrifft uns letztendlich alle. Und wir müssen wirklich zusammenstehen für, der OB hat es vorhin gesagt, für ein, ich will nicht sagen Parteienwechsel, ein Politikwechsel. Wir brauchen einfach einen Politikwechsel zurück, ich sage immer zum gesunden Menschenverstand, weil eigentlich ist Politik gar nicht so schwer. Erstmal musst du dafür sorgen, dass es der Mehrheit im Land gut geht. Und das ist das Wichtigste. Ja? Und dazu brauchen wir gute Lebensmittel, günstige Energie, Kitas, vernünftiges Schulsystem, vernünftiges Pflegesystem, ein vernünftiges Rentensystem. Und ihr müsst gar nicht weit gucken. Geht bitte, guckt nach Österreich oder guckt von mir aus in die Niederlande. Es ist so, ich habe es neulich im Fokus gelesen. Wir sind inzwischen, was den Wohlstand angeht, Wealth, ich habe gerade so eine Statistik auf Englisch gesehen, Wealth, also Wohlstand. Die Osteuropäer haben uns den Wohlstand überholt. Ja, und dann höre ich immer, wir sind ein reiches Land. Ja, wir sind vielleicht irgendwo auf dem Papier ein reiches Land, aber guckt mal bei euch aufs Konto, guckt mal bei euch, was ihr an Rente bekommt und vergleicht das mal mit dem europäischen Ausland, nicht irgendwo in Dubai, bei uns im Nachbarn. Wann gehen die in Rente? Das passt doch nicht mehr. Der neueste Vorschlag ist mit bis 69 arbeiten. Ich zahle ja gerne Steuern, wenn sie vernünftig ausgegeben werden, aber nicht für diesen Schwachsinn, den wir jeden Tag erleben. Ja, das ist das Problem. Und deswegen, um diesen Wechsel hinzubekommen, muss der Druck da sein. Es müssten normalerweise Millionen Menschen auf der Straße sein, aber der Deutsche lässt sich voll blubbern von jedem Scheiß im Fernsehen. Schalt die Glotze ein, du kriegst das blanke Kotzen. Das ist doch nicht mehr normal. Ablenkung! Ich hätte vielleicht noch einen Lösungsvorschlag, was die Bürgerin da angesprochen hat. Mit den Medien. Medien könnten das ganz einfach machen, meines Erachtens. Für das, was die Politiker ankündigen, was sie gut machen, nehmen wir ein Farbbild. Und für das, was nicht geklappt hat, machen wir schwarz-weiß. Sind wir sehr umweltfreundlich. Wir brauchen wahrscheinlich nicht mehr viel Farben. Ja, hier haben wir noch jemanden. Sie möchten eine Frage stellen. Nein, eine Frage nicht. Ich möchte mich eigentlich mal bedanken bei den Leuten hier, die das alles organisieren. Weil ich bin ja einfacher Bürger, bin kein Politiker, bin ja kein Redner. Manche Redner kommen so vor, als wenn die hierher kommen und Reden halten, die kennt das halt. Ich wollte aufrufen, alle Rentner, es geht auch oft um Rentner, die Armutsrentner, bei mir im Gebiet, ich wohne ja gleich hier, da tun die mit den Flaschen sammeln, können sich nichts leisten, ich bin selber Rentner. Also es muss langsam mal was passieren und ich rufe sie auf hier am Wohngebiet. Alle Rentner, kommt raus und stellt euch mit hierher. Ja, also ich denke auch, es ist langsam Zeit für den zivilen Ungehorsam. Ja. Erstmal an alle, die hier gekommen sind heute, vielen Dank. Es sind aber eben immer noch zu wenig. Ich war vergangenes Wochenende in Berlin, durfte den netten Herrn dort auf der Bühne schon mit beklatschen, wie er sich auch mit dem Herrn Lindner begeistert hat, sage ich mal in meiner Sprache. Ja. Ich habe das jetzt in Hamburg mitgekriegt am Wochenende. Ich bin mittlerweile Rentner, ich bin 72 Jahre. Also ich bin jetzt nur noch unterwegs, damit man noch immer mehr mitkommt. Ich hatte selbst ein Unternehmen. Ich habe 1989 angefangen, alleine, und hatte zum Schluss 110 Mitarbeiter mit einer Spedition von 55 Kielziegen. Das Problem war jetzt am Ende, ich hatte eine Tochter, die das auch studiert hat alles. Die hat zu mir gesagt, Vater, nimm es nicht übel. Dein Leben wollte ich nicht auch noch führen. So. Und ich muss sagen, und alle, die auf der Straße sind, auch wenn die mit der rechten Keule kommen, die wollen kein anderes System.
Für mich persönlich gibt es nichts Besseres wie die Marktwirtschaft. Angebot und Nachfrage und das funktioniert. Ich bin in der alten Republik groß geworden. Wie gesagt, ich bin 73 Jahre. Ich habe den Schluss erlebt. Ich weiß, was passiert, wenn nicht reagiert wird. Und wie Sie auch schön gesagt haben, im Ostblock ist der Lebensstandard mittlerweile höher. Die Leute, denen geht es in erster Linie nur um ihren Lebensstandard. Und wenn sie den nicht mehr halten können, dann nehmen die auch keine Rücksicht mehr. Dann brüllen die auch nach Systemwechsel. Aber wie gesagt, ich vor allem bei Ihnen bedanke noch einmal für die Rede in Berlin, in Hamburg. Und ich ziehe auch weiter mit rum. Und zwar habe ich eine Frage an die Orga. Hat sich eigentlich überhaupt ein Kommunalpolitiker mal irgendwie angekündigt oder eine Anfrage gestellt? Also, wir hatten zu unserer letzten Demonstration, das war ja auch an einem Mittwoch, unseren Herrn Landrat auf unserer Bühne und den Oberbürgermeister Zenner. Die hatten jetzt ihre Chance zu reden, uns zu sagen, ob sie hinter uns stehen, und im Nachgang hatten sie auch die Gelegenheit, das uns zu beweisen. Und dort sei auf jeden Fall gesagt, also der Oberbürgermeister Zenner war gestern 11.30 Uhr bei mir zu Hause und hat diese Resolution unterzeichnet im Namen des Oberbürgermeisters, wie ganz viele Bürgermeister hier bei uns im Vogtlandkreis auch. Und das ist definitiv ein Applaus wert. Und ansonsten haben wir uns dazu entschlossen, dass heute keiner unserer Politiker die Chance dazu bekommt, hier Wahlkampf zu veranstalten. Denn das ist nicht der Sinn dieser Veranstaltung. So, wo sind denn die mutigen Vogtländer, die eine Frage haben? Na, ran hier. Ja. Ich möchte gerne mal wissen, warum diese Agenda 2030 nicht erwähnt wird. Unter der ganze Scheiß läuft. Ja, aber ich habe ja versucht, das anzufangen damit, ne? Ich sage ja gerade, der Grund ist ja, warum wir hier schrumpfen sollen, ne? Also deindustrialisieren sollen. Da musst du der Frau Herrmann von der Taz ja nur mal zuhören. Das ist deren Ideologie, dass wir hier alle weniger haben, aber glücklicher sein. Gibt es da jemanden, der damit glücklich wäre, mit weniger? Nein! Warum nicht? Das ist doch unglaublich. Aber wir werden doch gar nichts mehr besitzen. Ja, na, vielleicht doch ein bisschen was, keine Ahnung. Aber das ist das Problem. Natürlich steckt da eine Agenda hinter. Ja, das ist ja klar. Aber ich kann ja jetzt nicht hier jetzt das komplett auseinandersystemen, muss ja mal jeder selber. Ich habe es ja vorhin gesagt. Über allem steht, wir sind die Guten. Wir wollen das Klima retten. Ich behaupte, wenn wir jetzt alle aufhören zu atmen in Deutschland und nichts mehr machen, wird sich am Klima nichts verändern. Absolut gar nichts. Das Einzige, es kostet unseren Wohlstand, es kostet unsere Industrie, es kostet Steuereinnahmen und somit auch die Renten und all das. Das muss jedem klar sein. Deswegen sage ich auch, jeder Bürger, ob das ein Rentner ist, deswegen danke für die Worte gerade nochmal, aber auch jeder normale Arbeiter, egal was du machst, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass irgendwas damit besser wird, wenn wir weniger haben und andere mehr haben. Das ist absolut absurd. Aber wir fallen drauf rein. Wir fallen drauf rein, junge Menschen sind bereit und sagen, ich will keine Kinder mehr haben. Überleg mal, was mit denen passiert ist. Dass man keine Kinder mehr haben will, weil die sagen, Kinder sind das Schlimmste fürs Klima. Das ist das Geisteskrankste, was ich je gehört habe. Da siehst du einfach mal, wie verkommen eine Gesellschaft sein muss, um sowas zu glauben. Und ihr lieben Menschen, Wissen ist eine hohe Schuld. Ich würde vielleicht auch noch was sagen. Ich bin nebenbei noch Veranstalter. So, diese Branche wurde ja auch in den letzten Jahren ziemlich abgewickelt. Die ganze Veranstaltungsbranche wurde in der Corona-Zeit komplett ab. Die mussten alle Schulden machen, wurden die Gesetze geändert. Die sind alle auf ihre Schulden sitzen geblieben. So, die komplette Branche. Also das heißt, es wird auch demnächst ein Aus sein für Diskotheken, Clubs und alles. Also das heißt, es gibt nichts mehr. Und es geht wirklich alle an. Ich bin Handwerker, habe selber eine Firma seit 18 Jahren. Die Materialpreise, wie soll ich sie umlegen? Wer soll das noch kaufen? Wer kauft vor 300 Euro einen Kubik Beton? Kein Schwein. Wenn ich den noch einpacke, das sind Tausende weg. So, es passt gar nichts mehr. Es geht alle an, auch die ganze Jugend. Wenn ihr nicht mehr fortgehen könnt, dann wird ihr merken, was los ist. So, und dann
Schreien sie alle, die stehen auf dem Parkplatz Müllner alles zu. Ja, wenn nichts mehr da ist, was sollen die machen? So, es müssten mal wirklich mehr Leute aufstehen, es müssten mehr erkennen, dass hier alles schief läuft, aber wirklich alles auf ganzer Bandbreite. So, und auch die Veranstaltungsbranche, die haben alle gelitten und das massiv. Und ich würde meinen, die meisten haben einfach Angst, genau die Zahntechniker. Das ist eine kleine Lobby, die ist nicht so stark wie die Bauern. Die haben dieselben Probleme, aber da macht keiner was. So, eigentlich wollte ich nur mal sagen, alle zusammen, dann schaffen wir was. Tanja, würde ich ganz gerne mal was zu sagen, auch weil du Corona angesprochen hast, was mich in Deutschland komplett nervt. Also wir haben ja auch zu Hause ein kleines Hotel und wir haben eine kleine Gastronomie, wo im Sommer viele Hochzeiten stattfinden. 150 Meter von unserem Grundstück entfernt ist Nordrhein-Westfalen. Ich komme aus Niedersachsen. Also da, wo das große Gebäude steht, ja, da ist die Landesgrenze. Wir durften, damit mal jeder nochmal weiß, wie schizophren das ist, wir vergessen ja immer viel. Wir in Niedersachsen durften nur mit 50 Personen feiern, dort mit 150. Das heißt, bei uns sind 45 Hochzeiten abgesagt. Die Corona-Hilfen, die wir bekommen haben, hat der Kollege aus der Gastronomie gesagt, sollen wir jetzt zurückbezahlen. Warum? Weil wir nicht am wirtschaftlichsten Existenzminimum waren. Aber jeder normale Bürger hat diesen dicken Altmaier noch in der Glotze gesehen, wie er erzählt hat, ja, wir unbürokratisch geholfen. Einen Scheiß haben die geholfen, gar nichts. Und zu Corona noch einen Punkt. Weil in Großbritannien wird das Thema komplett aufgearbeitet. Da sitzt der ehemalige Gesundheitsminister und wird live im Fernsehen gegrillt, weil seine E-Mails offengelegt werden, wie ganz klar nachgewiesen wurde, dass man den Menschen Angst gemacht hat. Wo ist die Aufklärung bei uns? Gar nichts. Und der zweite Punkt, was hast du noch gesagt? Jugend. Ich bin ja auch Kommunalpolitiker bei uns, ich sehe das auch. Diskos, alles weg. Veranstaltung, es gibt nichts mehr. Aber ich sage dir auch, die Jugend muss es einfordern. Geht in die Kommunalpolitik. Deswegen sage ich ja, Kommunalpolitik ist nicht unbedeutend. Ja? Geht hin und nervt die. Geht jeden Tag zum Bürgermeister. Sagt, wir wollen das haben, wir wollen eine Disco haben oder irgendwas anderes. Ihr müsst das auch einfordern. Der Druck muss von allen Seiten kommen. Das ist das A und O. Von alleine machen die gar nichts. Die fahren ihren Stiefel einfach so weiter. Ist doch genial, wenn der Lindner rumkutschiert wird mit seinen fetten Karren. Ja, die freut sich doch. Und wenn er jedes Wochenende auf Sylt sitzt. Das ist doch super. Aber der Druck muss kommen. Leute, und ihr müsst den Arsch hochkriegen. Ich sag's euch. Überall in Europa passiert gerade was. Aber die warten auf Deutschland. Deutschland ist wirklich, wir sind nicht überall beliebt auf der Welt. Aber wir müssen vorangehen. Dann folgen uns alle anderen auch. Und ein Punkt, was du gesagt hast, weil es ist so, du hast Zahnärzte angesprochen oder Zahntechniker. Warum sind denn die Ärzte auf der Straße? Das musst du sich mal vorstellen. Das ist doch Geist, das betrifft jeden gerade. Das ist irre. Mein Zahnarzt, ich musste vor Weihnachten, musste mir einen Zahn ziehen lassen. Da sagt er zu mir, du glaubst nicht, was bei uns los ist, Anthony. Wenn ich habe überwiegend Privatpatienten, bei mir geht's noch. Aber alle anderen, denen geht der Arsch auf Grundeis. Den Ärzten, das ist doch nicht mehr normal. Der OB hat's gesagt, wir schließen hier Krankenhäuser. Weißt du, ich komme aus der Zeit, wo ich als Kind die Schwarzwaldklinik geguckt habe. Ich will wieder meine Schwarzwaldklinik haben in Deutschland. Und ein Punkt, Entschuldige, ich nehme euch, wenn ihr, nee, reißt mir das Mikrofon ab. Aber das große Problem sind unsere Verbände. Unsere Verbände, egal wo, die sind einfach zu politiknah. Das ist das Problem. Weißt du, und notfalls müssen wir uns von denen lösen. Wenn die uns nicht vertreten, wie einem Herr Wieselski, du musst den Wieselski ja nicht mögen. Aber der hat Eier, der setzt sich für seine Berufsgruppe ein. Ich möchte, dass meine Verbände sich auch so für mich einsetzen. Die sollen für mich kämpfen wie ein Löwe und nicht wie eine Giraffe. Mir fällt dazu gerade ganz was anderes ein. Wir Bauern haben ja unseren, also man sieht es nicht, ich mache hier solche kleinen Anführungsstrichen, Bauernverband, der sich ja theoretisch für uns einsetzen sollte. Theoretisch, hört mir zu, wen haben denn die Handwerker? Wir haben händeringend versucht, jemanden auf die Bühne zu kriegen von IHK und Co. Und es kommt keiner, denn sie wollen sich nicht politisch äußern. Wir sehen das ein bisschen anders. Wir denken, die müssen sich äußern. Also wir äußern uns ja auch nicht politisch in dem Sinne, sondern wir kritisieren ja einfach nur die Politik. Die kriegen Geld von ihren Firmen.
von ihren Mitgliedern, die dazu gezwungen werden, Geld zu bezahlen. Und es sind auch echt richtig viele Leute, die Zwangsbeitrag leisten. Und dann kommt keiner hierher, stellt sich vor die Leute und sagt, dass sie hinter ihnen stehen. Und das ist was, das finde ich auch ganz, ganz furchtbar. Denn ich habe trotz all dem auch nicht das Gefühl, dass ein Bauernverband hinter uns steht, sondern ich habe echt das Gefühl, die betreiben Lobbyarbeit. Wenn ich an der Stelle noch kurz was sagen darf. Also im Bauernverband ist es ein bisschen anders. Da gibt es keine Zwangsbeiträge. Da kann man aktiv gerne Mitglied werden. Es ist jedem freigestellt, es wird niemand gezwungen, wer da mitmacht. Und klar wird Lobbyarbeit betrieben. Wie wird Lobbyarbeit betrieben? Ich muss mit den Leuten, für denen ich was will, mit denen muss ich reden. Dementsprechend auch die Vorwürfe auf dem Herrn Ruckwied, dort im Aufsichtsrat. Und das ist alles richtig. Und die kennen sich sicherlich auch mit Vornamen. Das heißt aber noch lange nicht, dass die zusammen in Urlaub fahren. Aber so eine Geschichte wie Bauernmilliarde, gut, konnten nicht alle partizipieren. War ein Auswahlverfahren, war ein Scheißverfahren, brauchen wir gar nicht reden. Aber ohne den Herrn Ruckwied wäre das vielleicht auch gar nicht gekommen. Also, man muss immer sagen, geschimpft ist immer fix, aber ich bin Bauernverbandsmitglied, auch schon sehr lange, mache das auch schon. Und was da alles im Hintergrund läuft, das ist immer viel Arbeit. Und das kann eigentlich auch nur ein Verband leisten, vor allen Dingen über den langen Zeitraum. Und wir merken es jetzt gerade selber mit der ganzen Geschichte hier, was eine tolle Geschichte ist. Aber das Durchhalten und das immer dranbleiben, das ist das, was zehrt. Und das kann ich eben, wie man es heute von Anfang an immer gesagt hat, das kann niemand alleine leisten, das geht nur gemeinsam. Und wir sind heute hier vom Mittelstand und da gehören alle dazu. Die Bauern sind losgelaufen und es ist vorne angesprochen worden, wenn wir auf die Felder müssen, werden die Zahlen der Traktoren hier in der Stadt sicherlich wieder abnehmen. Wir hoffen aber, dass das durch andere ausgeglichen wird. Und sobald dann auch, der Gunter hat es gesagt, guter Vergleich mit dem Strohfeuer, wenn dann der Sauerstoff rankommt. Wir sind die Branche, die den Sauerstoff produzieren. Vielleicht sind sich die Leute in Berlin gar nicht bewusst, dass wenn wir Sauerstoff wieder dazugeben, dass das Feuer dann ganz schnell hochgeht. Also ich kann nur werben dafür, wie gesagt, unterstützt den Mittelstand, so wie wir heute hier stehen, in gänzlicher Form. Und wenn wir alle in eine Richtung ziehen, dann kann es eigentlich nur besser werden. Das ist wie mit unserer Ampel. Eine Ampel an sich ist ja prinzipiell nichts Schlechtes. So, aber eine Ampel hat ja, die funktioniert ja nur, also nicht nur das grüne, das gelbe und das rote Licht, sondern es ist immer eine Birne dahinter. Jetzt gibt es aber zwei Varianten. Einmal, wenn es kaputt ist, muss sie weg. Es hat aber sicherlich auch der eine oder andere nichts dagegen. Eine Ampel funktioniert doch richtig gut, wenn die leuchtet. Wer am Ende eine Politik für uns, für den Mittelstand macht, ist uns im Großteil wahrscheinlich sogar egal, solange eine Politik für den Bürger gemacht wird. Und nicht nur für einzelne Klientel oder Ideologen oder was, sondern wenn Politik für den Mittelstand, für das Land Deutschland gemacht wird, mir persönlich wäre es egal, welche Farbe dort dabei ist. Sag mal, Ralf, wie läuft denn das bei euch im oberen Vogtland? Also, es heißt ja hier unten, ne, im blauen Raum, immer, ach, die oberen Vogtländer. Aber ihr habt eigentlich immer zusammengehalten. Wie kommt denn das, dass es dort oben bei euch funktioniert, dass der eine mit dem anderen kann und in einer Großstadt klappt das nicht? Weil der Zusammenhalt von früher noch da ist und wir alle untereinander sich kennen. Und wenn einer ein Problem hat, versuchen wir halt miteinander die Probleme zu lösen. Aber wie du schon auch teilweise richtig sagst, wir sehen selber, dass ich Innungen und Ähnliches ewig lang brauchen, bis die überhaupt mal auf was reagieren. Und das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Nochmal eine kurze Durchsage, wer noch nicht die Resolution unterschrieben hat, hier vorne an der Bühne rechts. Dankeschön! Hallo, ich bin der Matthias, bin gelernter Landwirt. Wir sind aus dem Nachbarbundesland Bayern heute angereist und ich möchte uns erstmal sauber in der Aktion, also man muss echt so, der Osten hat einfach mehr Arsch in der Hose wie der Westen, muss ich echt so sagen. Ich möchte jetzt eine direkte Frage stellen. Erstmal Respekt an Herrn Andy Lilly. Sie sind ein saugeiler Redner, bringen viele Sachen wahrheitsgetreu, faktisch auf den Punkt. Sehr geil, sehr geile Aktion und auch für die geile Anreise heute, für die Weide. Und ich möchte euch mal ein bisschen motivieren. Ich war vor ein paar Jahren, ihr kennt alle die Flutkatastrophe im Ahrtal, und da waren wir 5 Tage privat mit unten und haben alle Kosten selber getragen. Und da ist mir bewusst geworden,
Da sind mir wirklich bewusst geworden, da waren aus jedem Teil von Deutschland Leute, die sich nicht kannten und jeder hat einfach mit angepackt. Und das will ich euch vermitteln, wenn ihr alle an einem Strang zieht und wieder Leute motiviert und mit an die Hand nimmt, aufklärt, dann können wir das richtig größer noch aufziehen und noch mehr Leute auf die Straße kriegen. Und das muss auch der Sinn sein, damit die uns in Berlin hören, damit die endlich mal den Arsch für uns bewegen und nicht für irgendjemanden. Und dafür stehen wir heute alle da, denke ich mal. Und wie gesagt, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, kann Deutschland zusammenhalten und wir müssen zusammenhalten. Und ich möchte es auch nochmal anmerken, die rechte Keule, wo immer geschwungen wird, die ist schon so ausgelutscht wie ein abgelutschter Lolli. Das zieht nicht mehr. Jeder sollte und darf auch in dem Land seine eigene freie Meinung haben, solange die nicht irgendwie völkerrechtlich total neben der Spur ist, aber eine freie, ehrliche Meinung sollte jeder haben dürfen und auch zum Ausdruck bringen dürfen. Das wollte ich nur mal sagen und nochmal danke, dass ihr alle da seid. Ich habe das letzte Mal schon gesagt und ich meine es auch immer noch so, Einigkeit und Recht und Freiheit und wenn wir uns einig sind, kommt der ganze Rest von alleine. Ja, ich musste heute lange warten, liebe Mitstreiter. Ich habe bei der letzten Demo schon gesprochen, aber ich denke, ich muss heute trotzdem noch mal was sagen. Einer unserer Mitstreiter hat gesagt, ja, es sind noch viel zu wenig, die Rentner, alle sollten mitkommen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Ich habe ihnen eigentlich versucht klarzumachen, dass die CO2-Besteuerung, dass die Energiewende, die vorhin von Ellen Lee besprochen wurde, dass alle Dinge, die unsere jetzige Regierung angebracht hat, jeden in die Tasche greifen. Nicht nur denen, die heute hier stehen, sondern auch denen, die hinter den Fenstern sitzen und denken, da sitze ich warm und trocken. Ich habe auf meiner Fahrt hierher als Führungsfahrzeug von, ich bin zu weit dran, Entschuldigung, im Führungsfahrzeug von Weichlitz Leute angerufen, habe gesagt, Leute, wir fahren gerade bei euch vorbei. Ihr seid Unternehmer, geht mit zur Demo. Da kam, ich muss meine Leute bezahlen, ich kann nicht demonstrieren gehen. Wir müssen auch unsere Leute bezahlen, unsere Leute wollen auch leben, aber wir gehen auf die Straße. Und eins will ich euch noch sagen, jeder, der heute hier steht, muss links und rechts in der Familie am Stammtisch, wenn es den denn noch gibt, und überall versuchen, Leute mit auf die Seite zu ziehen und aufklären, erklären, dass wir nicht zu viel Geld haben, dass gerade das, was zurzeit abläuft, die Landwirte haben in den letzten Jahren so viel Kohle verdient, es funktioniert ja nicht mehr, wir müssen denen was wegnehmen. Nee, wir haben vielleicht einmal auf der Sonnenseite gestanden, weil wir das Jahr zuvor noch von Vorkriegspreisen bestimmte Dinge eingekauft haben und in dem Jahr des Krieges dann vielleicht mal die Chance gehabt haben, auf der Welle mitzuschwimmen und unser Getreide für mehr als 200 Tonnen mehr als 200 Euro in Tonnen Weizen zu verkaufen. Das sollte jeder verstehen. Also, alle raus, alle mitmachen, nur so sind wir stark. Mehr wollte ich heute nicht sagen. Euch, die da oben standet, nochmal mein Dank und meine Unterstützung. Vielleicht ein Wort noch. Vor 20 Jahren, da ist mal viel Gerede gemacht worden über ein Buch, Deutschland schafft sich ab. Und heute stehen wir da und sind mittendrin. Nur das, was damals geschrieben wurde, ist nicht so zugetroffen, es ist ganz anders gekommen. Und lasst uns alle dagegen stehen, gemeinsam. Wer jetzt noch nicht unterschrieben hat, kann sich jetzt noch hier vorne in den Listen eintragen für die Resolution. Es wird am Wochenende alles eingesammelt und dann gebunden und abgegeben und nach Berlin geschickt. Da habt ihr jetzt mal noch eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit, bis wir die Versammlung dann beenden. Nutzt diese Gelegenheit, euch noch zu vernetzen und zu unterhalten, neue Leute kennenzulernen. Vielen Dank auch an die anderen Bundesländer, die uns heute hier besuchen. Ladet uns ein, wenn ihr mal was startet. Wir kommen ganz bestimmt. Wer noch kein Flatterband am Auto hat, gibt es ebenfalls von an den Einschreiblisten. Einfach um auch die Zeit zu nutzen. So eine Demonstration wie heute ist was Zentrales. Aber die Leute wissen inzwischen, egal ob Antenne oder Außenspiegel,
Das kann die ganze Zeit dranbleiben, dass die Leute wissen, hey, das ist noch nicht zu Ende. Das soll noch nicht zu Ende sein, Gottes Willen. Mir hat jemand gesagt, 89, das hat 14 Wochen gedauert, bis dann in Berlin irgendjemand aufgewacht ist. Ich hoffe, dass das nicht so lange dauert, dass die eher aufwachen. Aber wir sollten bereit sein, viel Zeit einzuplanen, um das einzufordern, um unsere Sachen, die in der Resolution stehen, einzufordern. Die sind wichtig, die gehen uns alle an und wir brauchen hier den langen Atem. Wenn das wieder sein sollte, dass noch die nächste Demo stattfindet, Tanja hat es im Vorgespräch jeder mindestens ein links und ein rechts an der Hand. Dann sind wir das nächste Mal dreimal so viel. Und so kann sich das fortsetzen. Dass die in Berlin merken, es funktioniert nicht so, wie es jetzt läuft. Ja, was der Kollege vorne sagt, viele Leute sagen, das bringt nichts zu demonstrieren oder sich da irgendwo zu engagieren, ist Blödsinn. Für nicht machen kann es ja gar nicht besser werden. Wie soll es denn laufen? Und es hat mehr gebracht, sagt er, wie die letzten 35 Jahre.